Vergessen zu fragen, ob es Fragen gibt. Gibt es Fragen? Na passt, vielleicht kommen ja noch welche. Es waren noch schon viele. Ja, genau. In der kleinen Runde gibt es immer so einen Druck. So, das zweite Abschnitt. Jetzt gehen wir quasi ein bisschen schneller drüber. Ich versuche mir ein bisschen einen Überblick zu geben, was man da noch alles so machen kann mit Josus. Josus by Example heißt das, und wir schauen uns ein bisschen was zur Synthese an. Das ist im Wesentlichen eine Wiederholung von dem, was wir vorher gehabt haben, bloß ein bisschen ausformulierter, welche Schritte es da gibt, um von der ganz abstrakten Darstellung Verilog-Code zu der Zieldarstellung zu kommen. So, wenn man das Design einliest, wir haben Read-Verilog gesehen, das gibt dann eben noch so ein paar ganze Reihe von Optionen für Read-Verilog natürlich. Man kann Define setzen, die dann im Verilog mit IfDef und so abgefragt werden. Man kann Include Directory setzen, man kann Default-Optionen setzen für nachfolgende Read-Verilog-Befehle und so weiter. Hierarchy kennen wir, Hierarchy-Check kennen wir auch schon alles. Proc haben wir uns angesehen und wir haben gesagt, Proc übersetzt quasi diese Prozesse in einfachere Dinge. Und vielleicht schauen wir uns dieses Proc ein bisschen detaillierter an, als ein Beispiel dafür, wie diese anderen Befehle auch alle arbeiten, die eine scheinbar komplizierte Aufgabe bewältigen. Weil dieses Proc, was ich da einfach so in einen Raum geworfen habe, das nimmt diese Dinge, die ausschauen wie prozeduraler Code, und übersetzt das in eine Schaltung. Das ist vielleicht nicht unbedingt für jeden ad hoc klar, wie das funktioniert, als ein atomarer Schritt. Nicht? Und es ist auch kein atomarer Schritt, sondern ich mache mehrere kleine Schritte. Es gibt zum Beispiel ein eigenes Proc-Clean, das quasi nur in diesen Datenstrukturen schaut, gibt es irgendwelche unbenutzten Zweige und sowas. Und also RMTET macht die unbenutzten, das macht die leeren Sachen, werden von denen weggeworfen. Dann gibt es verschiedene Arten von Blöcke. Es gibt so Initial-Blöcke und es gibt Always-Blöcke, die dann laufen. Und diese Initial-Blöcke, die wollen vielleicht irgendwelche gewisse Sachen. Also so gibt es der Reihe nach hier Dinge, die ausgeführt werden. Und jeder dieser Befehle macht einen Schritt. Und das kann man natürlich auch hergehen und jetzt einfach ein Verilog-File nehmen und Josus starten. Und dann einfach diesen Befehl ausführen und dann schauen, wie schaut die Schaltung jetzt aus, und dann den nächsten und den nächsten und den nächsten. Und so kann man dem Programm zuschauen, wie es schrittweise aus meinem Verilog-Code eine Schaltung baut. So. Ja, und da habe ich so ein paar Dinge jetzt hergenommen, so ein paar exemplarische Verilog-Sachen, die von Proc übersetzt werden, Schaltungen. Und meistens bei diesen Dingen jetzt gibt es genau einen dieser Befehle hier, die etwas tun, und für die anderen ist das ein No-Op, weil das, was der Befehl macht, eben nicht verwendet wird in dem jeweiligen Ding. Also wir haben vorher gesagt, wenn ich so eine If-Else-Sache habe, dann ist das ein Multiplexer. Leider nicht immer. Ich kann nämlich auch sowas hier schreiben. Ich kann sagen, immer, wenn ich eine positive Flanke auf C habe, oh, jetzt kann ich das machen. Super. Immer, wenn ich eine positive Flanke auf C habe oder eine negative oder eine positive Flanke auf R, führe ich diesen Block aus. Und wenn ich eine positive Flanke auf R habe, dann ist es ein Ausgang zu 0, ansonsten ist es ein Ausgang auf den Eingang B. Und das ist die Standardart und Weise, in Verilog ein Flip-Flop mit asynchronem Reset zu modellieren. Und man kann hier, glaube ich, sehen, warum das mehr oder weniger das tut, was man sich hier vorstellen würde, nämlich wenn ich die positive Flanke auf R habe, also ich gehe in den Reset State, wird dieser Block einmal ausgeführt und dieser Zweig hier ist aktiv. Und wenn ich dann mittendrin quasi mal eine positive Flanke von C habe, aber R ist immer noch aktiv, wird zwar der Block ausgeführt, aber macht immer noch das Gleiche, immer noch das. Und weil das eine Konstante ist, kann ich es beliebig oft ausführen, das wird sich nicht ändern. Und das verhält sich dann tatsächlich so wie ein Flipflop mit asynchronem Reset. Interessanterweise, wenn ich hier keine Konstante habe, dann kommen wir in den Bereich, wo der Verilog und dieser Standard und der Verilog-Simulationsstandard Verhalten vorschreibt, die in den Teilfragen unterschiedlich sind. Also es gibt so ein paar Dinge, da,
da versagt diese Idee von, es ist der gleiche Code und einmal wird das synthetisiert und macht das gleiche wie in der Simulation. In der Regel sollte man also aber vermeiden, Dinge zu machen wie asynchrone Resets auf Nicht-Konstanten. Warum? Weil es nämlich so ausschaut. Also egal welches Tool man verwendet, schaut es mehr oder weniger tragisch aus, wenn man einen Code macht wie den hier, dass ich asynchrone Reset mache und dann steht hier ein Wert, weil es nämlich keine Zellen gibt, die das tun können, asynchronen Reset mit einem eigenen Wert. Es gibt Zellen, die können asynchrones Reset und dann gibt es Set und Reset Flipflops. Die haben quasi eine asynchrone Set-Leitung und eine asynchrone Reset-Leitung. Aber hier habe ich quasi einen Wert, den ich setzen möchte. Und dann kommt eben sowas raus, dass wenn die Reset-Leitung, wenn R aktiv ist, wo ist R? Da ist R. So, dann gehe ich in diese beiden Multiplexer hinein und der eine davon bedient die Set-Leitung und der andere davon bedient die Clear-Leitung. Und je nachdem, welchen Wert Reset-Value hat, wird dann entweder Set oder Clear auf 1 gesetzt, asynchron. Also was könnte da schon schief gehen mit diesem? Und da habe ich interessanterweise lange Diskussionen geführt. Ursprünglich hat Josef sowas nicht können. Ursprünglich hat Josef gesagt, du bist wahnsinnig. Und genau genommen, wenn man den Standard genau liest, kommt man drauf, das ist auch vom Standard gar nicht abgedeckt. Aber jedes Tool kann das. Also bekomme ich von ASIC Designern Mails, die sagen, warum kann Josef das nicht? Jedes Tool kann das. Und dann sage ich, ja, aber das heißt, dass die Schaltung so und so ausschauen muss und möglicherweise diese Eigenschaften hat gegenüber Glitches auf Dingen, die Datenleitungen sind und die eigentlich Glitches haben sollen, dürften. Und dann kriege ich so Antworten, ja, interessant, ich habe noch nie darüber nachgedacht, von ASIC-Designern. Gut, und irgendwann habe ich beschlossen, ich werde jetzt nicht mehr Leuten erklären. Aber es gibt ein schönes Warning aus, oder? Das ist eine gute Frage, ob ich immer noch eine Warning ausgebe oder ob ich den Kampf komplett ausgegeben habe und mir dachte, okay, wenn du meinst. Aber ja, wahrscheinlich gebe ich eine Warning aus, aber zumindest nicht über Logwarn. Also es gibt seit kurzem gibt es eine eigene API für Warnings und zumindest wenn ich nicht diese API, also wahrscheinlich ist es nur eine Logmeldung, die sagt, oh, ich mache jetzt. Ich wollte gerade fragen, ob es sowas in eine Warnung gibt, so. Du wirklich weißt, was du gerade tust. Ja, genau. Gut. Aber zumindest kann es eben Josef, das ist doch nicht schlecht. Dann kann ich hier solche Sachen machen, das ist eben auch wieder ein Always-Block, aber diesmal kein POS-Edge, was auch immer, sondern Edge-Stern. Und Edge-Stern in der Simulation heißt quasi, wann immer sich irgendetwas verändert, was in dem Block gelesen wird, wird der Block neu ausgeführt. Und damit verhält sich das quasi genauso, wenn dieser Block in einer Endlosschleife immer läuft. Nicht? Weil ja quasi immer dann intelligent ausgeführt wird, wenn irgendeiner der Werte sich verändert hat, die irgendwie einfließen in die Berechnungen hier drinnen. Blöd ist, wenn man irgendwas transitiv von sich selber abhängt, oder? Ja, das kann man natürlich auch machen. Josus ist sowas wurscht, weil Josus macht einfach direkt eine Schaltung draus. Aber es gibt quasi so nette Dinge, Code, der schaut sehr vernünftig aus, synthetisiert, die Schaltung kommt raus, aber du tust einen Simulator rein, der bleibt in Endschleife hängen. Das hast du natürlich manchmal. Gut, also das war jetzt ein Beispiel dazu, dass nicht immer ein Flipflop sein muss, wenn man einen Always-Block hat, sondern man kann quasi auch was anderes machen. Gut, das ist Opt-Commander, das ich vorher erwähnt habe. Da steckt natürlich in Wirklichkeit auch wieder eine ganze Reihe von kleineren Tools drinnen, die jeweils eine isolierte Aufgabe Folgen, die dann eben hier noch zusammengebastelt sind in diesem Opt-Kommando, wo ich dann diese Schleife habe hier, die läuft, bis keine Änderung mehr gemacht wird und so weiter und so fort. Und da habe ich hier einige Beispiele zu Opt, was Opt so alles machen kann. Opt ist quasi ein, macht Const-Folding, macht diverse Dinge, die man beim Compiler baut, Peephole-Optimizer nennen würde, dass er gewisse Dinge halt erkennt, die hin und wieder passieren und die, wo man wissen sollte, dass man die durch was Einfaches ersetzen kann. Und ohne jetzt genau darauf einzugehen, welches Ding in Opt was macht, habe ich wieder ein paar Beispiele hier, Dinge, die dieses Opt-Ding kann. Hier habe ich
mein Code. Und ich habe hier Fragezeichen Doppelpunkt Operator und die funktionieren genauso wie in C. Also ich habe wenn A, dann das hier und ansonsten B. So, wenn A. Sollte man bei sowas nicht Klammern fangen. Es ist eindeutig. Es ist immer ein Kommentar schon Lesezeichen, wo ich immer die Operator-Präsidenz nachgeschlagen habe, bis ich dann irgendwann draufgekommen bin, wenn ich sie jeweils nachschlagen muss, dann sollte ich einfach lieber eine gleiche Klammer stellen. Ja, aber da gibt es keine Präsidenz. Du kannst das nicht, du kannst das nicht definieren, sodass es falsch ist. Ja, du kannst es nicht falsch behaupten. Genau. Ja. Aber das habe ich gemeint. Sind die Klammern trotzdem gut. Naja, aber das Beeindruckende ist doch, dass Josef das optimieren kann, obwohl es so schwierig zum Lesen ist. Dass dein Tool das lesen kann. Das kann man können. Also, wenn A, dann das. Ansonsten B. Gut, und was ist der Ausdruck? Der ist, wenn A, dann B, ansonsten 1. Das ist eigentlich Y ist gleich B, oder? Ja, genau. Y ist gleich B. Hat er völlig richtig erkannt und A war nur da, um uns zu beschäftigen. Gut, dann kann man so ein paar andere Dinge bauen, so Tautologien, A ist A, A ist nicht A und das ist dann halt 1 und 0. So, dann Addition ist kommutativ, A plus B ist das gleich wie B plus A, brauche ich nur einen Addierer. Dann habe ich hier eine ganze Reihe von verschiedenen Flip-Flops definiert. Und zwar ein Flip-Flop mit asynchronem Reset, das asynchron auf 42 resettet wird und nie den Wert ändert. Ich glaube, das setzen wir auf 42, das ist der noch. Ein Flip-Flop, das asynchron auf 42 resettet wird und ansonsten den Wert 23 bekommt, dessen Clock aber konstant 0 ist. Jetzt mal auf 42. Ein Flipflop ohne irgendein Reset wird immer auch 42 gesetzt, da kann man das Flipflop auch sparen, ist das Flipflop weg. Also gerade sowas ist sehr wichtig, weil sonst Constfolding nicht durch Flipflops durchkommt. Constant Propagation. Das ist aber nett, ich wusste nicht, dass 42 so schön abwechselnd 1 und 0 ist. Das ist der wahre Grund, was diese Zahl so interessant macht. Gut, und dann ein bisschen was zu diesem Opt- und Clean-Zeug. Ich glaube, das Einzige, was da interessant ist, ist das da, der Doppelstrichpunkt. Also ich kann im Josu-Skript mit Strichpunkten Kommandos trennen und weil man so oft Clean verwendet, also Clean ist quasi der kleine Bruder von Opt, kann man einfach einen Doppelstrichpunkt machen. So, kleine Dinge, um Skripte unlesbarer zu machen. Okay, etwas aus Syntaktik Sugar, oder? Ja, genau. Das ist ein anderes Gewürz. Genau, das ist Syntaktik Pepper. Gut, dann haben wir den Memory-Befehl auch kennengelernt und der ist natürlich in Wirklichkeit auch eine ganze Reihe von einzelnen Befehlen, die unterschiedliche Dinge machen, die in Summe irgendwie sinnvoll Speicher abbilden und dann könnte ich hier so ein kleines Programmchen machen, nicht Programmchen, Design machen. Das ist ein 2 Speicherstellen großes Memory. Jede dieser Speicherstellen ist 8 Bit groß. Und das lasse ich hier komplett durchsynthetisieren mit Memory. Das heißt, wenn ich nur Memory aufrufe, ohne nichts, dann wandelt das in Logik um. Was ich für viele andere Anwendungen mache, ist, dass ich sage Memory minus NoOp. Das werden wir beim nächsten Slide sehen. Dann habe ich nachher eine Memory-Zelle. Und ich muss mir überlegen, wie ich die Memory-Zelle auf irgendetwas abbilde, was es in meiner Hardware tatsächlich gibt. Aber wenn ich ASIC-Synthese mache, dann muss ich meistens explizit mein Memory instanzieren in meinem HDL-Code oder es kommen so diskrete Zellen raus. Gut, und so schaut das dann eben aus, wenn er konkrete Zellen macht. Wir haben hier 2 Flip-Flops. Die hier, das ist der Flip-Flop, also Flip-Flop-Vektor eigentlich. Wir sehen wieder dicke Pfeile heißt, das ist mehr als ein Bit. Ein Flip-Flop-Array für Memory 0, ein Flip-Flop-Vektor für Memory 1.
Gut, was machen wir mit diesem Memory? Wir haben hier einen Teil, der kann schreiben, also wir haben einen Adress-Input und in jedem Taktzyklus wird auf die Adresse, die wir dort hineinschicken, geschrieben der Wert, der am DIN-Eingang anliegt. Und gleichzeitig wird der Wert in der gleichen Speicherstelle nach DOUT geschrieben. Und weil auch das in diesem Always-Block ist, Post-Edge-Clock, heißt das, dass dieser Ausgang noch einmal ein eigenes Flip-Flop sein wird. Und zwar dieses Flip-Flop hier. Gut, das heißt, dieser Multiplexer da, das ist der Multiplexer für den Ausgang. Der geht in das Ausgangs-Flip-Flop und die Select-Leitung kommt tatsächlich von Address. Und die anderen beiden Flip-Flops, die haben hier jeweils einen Multiplexer dranhängen, der wählt, ob entweder der alte Wert von dem Flip-Flop ins Flip-Flop zurückgeht oder der Wert von DIN in den Flip-Flop-Eingang geroutet wird. Also das ist ziemlich überschaubar, da kann man sehen, in der Tat, dieses Memory wird implementiert von dieser Schaltung. Wenn ich natürlich ein paar von diesen Zahlen hier ein bisschen größer mache, kommt was raus, das sieht man nichts mehr raus. Also ich glaube, so 2 ist schon so ziemlich die Grenze von dem, was man sinnvoll analysieren kann. Also Erkenntnisgewinn wird bei mehr noch nicht größer. Nein. Gut, was ich aber auch machen kann, ist eben, dass ich sage, Memory minus NoMap, der da. Dass ich ihm sage, er soll nicht das Memory in konkrete Logik übersetzen, sondern einfach ein Ding machen, das heißt, ich bin ein Memory. $mem heißen diese Zellen von hier, eine $mem-Zelle. Und da habe ich hier rechts etwas aufwendiger diesen Speicher gemacht, der 2 Write-Ports hat, jetzt auch mit einer Write-Enable-Leitung, wie praktisch, und 2 Read-Ports. Jede von diesen 4 Ports hat einen eigenständigen Clock. Ja, und das wird dann alles in diese Zelle hier übersetzt. Diese Zellen, die haben auch noch Parameter. Wir sehen ja die Parameter nicht, wir sehen nur die Anschlüsse zu den Zellen. Aber über Parameter wird der Zelle mitgegeben, wie viele Speicherstellen sie hat, wie breit eine Speicherstelle ist, wie viele Readports sie hat, wie viele Writeports und so weiter und so fort. Und dann haben wir hier Eingänge, wie zum Beispiel Read Address. Und weil diese Zelle 2 Readports hat, sind an diesem Eingang die beiden Adressen hintereinander gehängt. Also die unteren 8 Bits sind Read-1-Address und die oberen 8 Bits sind Read-2-Address zum Beispiel. Und jetzt könnte ich dann hergehen und irgendein kleines Ding schreiben mit Josus, das dann diese $mem-Zeile nimmt und ersetzt durch die Blockrahmenressourcen, die verfügbar sind auf meiner Zielarchitektur. So, FSM, kann State Machines übersetzen, das glaube ich, springen wir alles mal. TechMap. Erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Wir haben bis jetzt TechMap kennengelernt, ohne Parameter, einfach Addierer ersetzen durch Logik oder was auch immer. Und ich kann aber auch bei TechMap solche Map-Files mitgeben. Ich kann sagen TechMap-Map und dann gebe ich ihm eine Verilog-Datei. Und in dieser Verilog-Datei kann ich jetzt Replacements angeben für Built-in-Zellen. Also Addierer zum Beispiel sind $add-Zellen. Und jetzt kann ich hier sagen, ich mache hier ein Modul $add. Und wenn jetzt TechMap-Befehl eine Zelle findet, die auf diese Modulbeschreibung passt, dann wird dieses Modul mit den Parametern von der gefundenen Zelle instanziert und die Zelle wird einfach dadurch ersetzt. Und natürlich die interessanten Sachen bei der Synthese sind nicht das, wo ich einfach eine große Zelle durch viele kleine Zellen ersetze, aber viele Dinge bei der Synthese sind genau so eine Operation und die kann ich alle generisch damit machen und alles, was ich können muss, ist Verilog. Und Verilog kann ich hoffentlich schon, wenn ich mit diesem Tool arbeite. Das heißt, wir sehen hier, wie dieser Zelltyp der $add-Zellen ausschaut, von den Parametern her. Ich habe Parameter, die sagen, ob der A- oder B-Eingang sein das und irgendwo in der Dokumentation steht dann, dass bei dem Zelltyp $add, die immer den gleichen Wert haben müssen, die beiden. Aber es ist einfach ein Muster, das viele Zellen haben. Und bei einigen ist es halt so, dass A signed und B signed immer den gleichen Wert haben muss. Sonst liefert Josus einem internen Fehler. Dann gebe ich die Bitbreiten an für A, für die beiden Eingänge und für den Ausgang. So, da sind jetzt die Eingänge und Ausgänge deklariert mit den entsprechenden Bitbreiten aus diesen Parametern. Das heißt, wenn ich andere Parameter wähle, haben diese Ports entsprechend andere Größen. Ja, und dann habe ich hier ein bisschen Verilog-Code, der das macht, was da ersetzt werden soll. Und was mache ich hier? Ich schaue, ob
der A- und der B-Eingang beide 32 Bit breit sind? Und wenn ja, dann setze ich diesen Code hier ein und der ersetzt diese 32-Bit-Addierer durch mehrere kleine Addierer. Das ist halt das, was dieses Ding macht. Also ich kann hier wieder Plus machen, das wird wieder eine tolle Eizelle und so weiter und so fort. Ich glaube, irgendwo habe ich ein Beispiel, wo ich Rekursion verwendet hätte. Ich mein. Was in Verilog nicht geht, aber Justus kann es. Im anderen Fall hier wird ein Wire erzeugt mit dem Namen underscore techmap, underscore fail, underscore ist gleich 1. Und die Existenz dieses Wires, und dass es eine Konstante hat, die nicht 0 ist, sagt techmap, er soll dieses Ergebnis nicht verwenden und die Zelle so lassen, wie es ist. Das heißt, techmap wird jetzt nur 32-Bit-Addierer ersetzen, weil in allen anderen Fällen wird dieses Wire erzeugt, woran techmap erkennen kann, dass es nicht hergehen soll und die Zelle im Design ersetzen. Und jetzt habe ich hier ein Design mit einem 32-Bit-Addierer und ich führe diesen Code hier aus auf diesem Design und dann kommt diese Schaltung hier unten raus, wo ich hier zwei 16-Bit-Addierer habe und dann einen weiteren Addierer noch, der irgendwie Carry macht oder so. Was immer ich mir das, da überlege. Das A underscore with, das ist so implizit. Das ist hier deklariert. Ja, aber da schreibst du ja 1 hinein für meine Software-Ziele. Genau, aber das ist der Default ja. Aber da man das ein Parameter ist, kann ich es quasi jederzeit anders überschreiben. Also das underscore ist da, wie soll ich sagen, kein normales Zeichen für Identifiers und sowas. Doch. Parameter davor. Das ist das Parameter deklariert. Ah. Also beim Parameter ist hat der underscore eine Sonderbedeutung. Nein, auch nicht. Der hat nirgends eine besondere Bedeutung. Ja, wo kommt denn das A-Riff aus diesem Modul-Test rechts oben her? Ja, das hier ist eine Dollar-Ad-Zelle. Ja. Und die Breite von der Dollar-Ad-Zelle, die weiß das Synthese-Tool. Also setzt die Parameter auf der Dollar-Ad-Zelle. Das ist das, so, das A-Riff existiert in der Dollar-Ad-Zelle und das wird zugesetzt, ja, genau. Weil die Parameter da so heißen. Okay. Also wenn ich... Ja. Nein, ich möchte es trotzdem zeigen jetzt. Also sagen wir, ich mache den Modul Test und dann mache ich hier Input, weiß nicht, nochmal 8-Bit. Und dann 8-Bit Output. Ich weiß, die Parameter haben jetzt ein bisschen eine andere Syntax als da, das ist, weil das eine Modul schreibt man anders. Weil die Art, das so zu schreiben, geht erst ab Verilog 2001, glaube ich. So, also das ist, glaube ich, ein sehr einfaches Design. Und jetzt kann ich sagen, Josus test.v und dann einfach nicht Backend Inlang. So, und da sehen wir, er hat eine $Ad-Zelle erzeugt und die hat die Parameter A signed ist 0, A width ist 8, B signed ist 0, B width ist 8 und Y width ist 0. Und jetzt kann ich auch hergehen und kann sagen, test.l machen wir sowas da. Das war nicht Punkt Slash. Josus test.l. So, und jetzt schreit er, so wie er das EL verarbeiten möchte, weil er einen internen Checker hat, der quasi die Konventionen kennt für alle internen Zelltypen. Und in dem Fall ist das Problem, dass die A signed und B signed eben den gleichen Wert haben müssen. Aber was genau das Problem ist, sagt er nicht. Er sagt nur, dass irgendein Fehler in der Zelle passiert. Genau. Das ist auch ein Asset. Also normalerweise sollte man nicht in solchen E-Lang-Files herumschreiben. Aber ich weiß, was ich tue. Oder auch nicht. Darum fehlt mir das. So. Für Leute, die Basis von dem Ding verwenden und irgendwelche Rotte erzeugen, schon gefährlich. Ja, wobei du erzeugst in der Regel keine internen Zelltypen aus sowas her, ohne die Operatoren zu verwenden. Also wenn ich quasi eine Ad-Zelle erzeugen möchte hier, mache ich ein Pluszeichen. So, also wenn man TechMap ohne
Map-File eingibt, dann verwendet er ein internes Map-File, das kann man sich auch mal anschauen, wenn man lustig ist, wo er quasi alle möglichen Zelltypen umwandelt auf die internen Gate-Typen. Und diese Liste hier ist wahnsinnig unvollständig, sehe ich gerade. Es gibt viel mehr, leider. Sie ist unvollständig. Sie ist unvollständig. Inzwischen gibt es hier zum Beispiel, es gibt NAND und NOR auch. Es gibt ein 3- und ein 4-Bit AOI-Gatter. Also es gibt ein 3- und 4. Ja, die Folie ist unvollständig. Da muss ich viele, viele neue Typen noch dazufügen. Ja. Nicht, dass es wirklich. Ja, genau. Dann kommt man mit dem Dokumentieren nicht nach. Ja, ich weiß, das ist alles gut. Gut, aber jetzt haben wir uns auch schon angeschaut. Was ich in dem Beispiel hier zeigt, wenn ich zum Beispiel ABC mit minus DFF, das heißt, ich erlaube ABC hier, dass er Flipflops hin und her schiebt. Wir können uns anschauen hier, in dem Design, in dem HDL-Code, habe ich wie viele Flipflops? Da habe ich hier 3 Bits, das sind noch einmal 3 Bits, sind 6 Bits und das ist ein siebtes Bit. Seid ihr da einig mit mir, dass das 7 Flipflops sind in diesem Design? Und jetzt können wir es hier zählen oder auch nicht, das ist irgendwie sehr schwierig zu erkennen. Das ist ein Flipflop. So, diese Pixel-Kombination ist ein Flipflop, ja, DFFP. So, also DFFP habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siebte fehlt mir. Das liegt daran, dass diese Flipflops nicht diesen Flipflops zuordnenbar sind, sondern dass er ein bisschen hin und her geschoben hat und Logik auf die andere Seite von einem Flipflop und auf einmal braucht man nicht auf Flipflops. Also wenn ich ABC das erlaube, dann kann ABC das machen. Natürlich mit dem Nebeneffekt, dass es dann viel, viel schwieriger ist herauszufinden, wie jetzt, wenn die Simulation zur Hardware zusammenpasst, weil die Flipflops verschoben wurden. Will man das wissen? Wenn es nicht geht, ja. Nur wenn es nicht geht. Ja, wenn es geht. Ja, und da gibt es auch alle möglichen Spezialcores. Die Flipmap haben wir gesehen. Es gibt High-Low-Map, weil es gibt Architekturen, wo ich keine Konstanten verwenden kann. Ich kann nicht sagen, der Pin 1, sondern ich muss den Pin verbinden mit einem speziellen Zelltyp, der eine 1 treibt. Und dann kann man so. Also für alle möglichen solche Sachen, spezielle Dinge. Und dann kann man eben lustigere Sachen machen. Das hier ist ein Beispiel und dieses Skript für Xilinx FPGAs, wo ich hier unten schon ganz spannende Dinge mache und in dem Synthese-Skript Clockpfade verfolge und sage, wenn du ein Clock-Signal bist, also das kann man daran erkennen, welche Zelle getrieben wird, dann füge einen anderen Input-Buffer hinein, weil quasi ein normales IO-Signal geht über ein E-Buff oder O-Buff, aber wenn es ein Clock ist, muss es über ein Buff-GP gehen. So funktioniert halt die Hardware. Und solche Dinge kann ich natürlich auch schon in einem Synthese-Skript machen. Gut. Wir fliegen weiter. Ja. Selections. Ich kann in Synthese-Skripten nicht nur sagen, dieses Kommando das gesamte Design. Bis jetzt war es das, nicht? Ich habe gesagt PROC. Und dann macht er PROC auf dem gesamten Design. Ich könnte sagen PROC FUBA und dann macht er PROC nur auf dem Modul FUBA und lässt den Rest in Ruhe. Und was ich damit gemacht habe, ist, ich habe eine Selection erzeugt, in der nur das Modul FUBA drin ist und nicht die anderen Module. Und ich kann aber noch viel, viel feinere Selections machen. Nicht? Also ich kann zum Beispiel sagen, da habe ich ein viel besseres Kommando, delete. Nicht? Delete auf der Global Selection, mein Design ist weg. Delete FUBA, das Modul FUBA ist weg. Ja. Was ich aber nicht machen kann, ist, ich kann auch sagen Select und etwas. Und damit modifiziere ich die aktuelle Selection. Das heißt, ich kann sagen, selektiere diese und jene Objekte und dann kommen 20 Kommandos und die beziehen sich jetzt nur noch auf diese selektierten Objekte. Und darüber möchte ich hier ein bisschen erzählen, was ich mit diesen Selections machen kann. Ich kann Module selektieren. Ich kann Module mit einem Pattern instanzieren. Ich kann Dinge aus Modulen instanzieren. Ich kann Dinge aus allen Modulen instanzieren. Okay, das ist aber alles nur Namen. Nicht? Ich kann sagen, das Ding, was Clock heißt, und wenn jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, einen Reset-Pin Clock zu nennen, habe ich den gerade selektiert.
Der hat es aber auch verdient. Ja. Gut, es gibt das Konstrukt von einem aktuellen Modul. Also das schaut ein bisschen schelmisch aus. Man kann sagen CD-Modulname und dann ist man in dieses Modul hinein. Man kann sagen CD... und dann ist man wieder im globalen Kontext. Das sind nur Shortcuts, damit man ein bisschen schneller mit diesen Dingen arbeiten kann. Ich kann aber auch andere Pattern wählen, um Sachen zu selektieren. Ich kann sagen, Select W-Doppelpunkt Rec_Stern. Und das selektiert mir alle Wires, die Rec_Stern heißen. Und nicht alle Objekte, die Rec_Stern heißen. Bist du sicher, dass du dich mit XPath da nicht besser gefahren wirst? ja. Wie du dich möglicherweise erinnern kannst oder auch nicht, hat SPL einen sehr, sehr ausführlichen XPath-Support. Ja. Gebranntes Kind und so. Gut, ich kann Dinge selektieren, die das Attribut foobar haben. Oder Dinge, bei denen das Attribut foobar den Wert 42 hat. Oder größer als 42, wird zum Beispiel auch gehen. Wir sehen, das hier bezieht sich dann automatisch auf alle Objekte. Das auch. Attribute kann ich aber auch auf Module setzen. Und damit es quasi wieder klar ist, was meine ich jetzt, kann man mit groß A Doppelpunkt, genauso mit klein A Doppelpunkt, aber jetzt ins Module. Oder eben hier, selektiere mir aus dem Modul foo alle Zellen mit dem Typ $add. Also so Scherze kann man machen. Ich kann mehrere Dinge selektieren, indem ich einfach sage, select das erste und das zweite und das dritte und das vierte und das fünfte und so weiter und so fort. Oder, also das selektiert mir alle Zellen, die den Parameter, ja Parameter natürlich, with größer 1 haben. Der Befehl geht aber nicht her, also das ist nicht der Mechanismus dahinter, und selektiert einfach alle Dinge von dieser Liste, sondern, und das kannst du dann gleich nochmal fragen, ob mit XPath besser gefunden wird, sondern dahinter ist ein Stack, und ich kann quasi hier Dinge auf den Stack pushen, also das würde diese Objekte als eine Selection auf den Stack pushen, und dann würde es diese Objekte als eine zweite Selection auf den Stack pushen. Jetzt habe ich zwei Objekte am Stack, und wenn ich am Ende von der Zeile bin, werden quasi alle Dinge am Stack in eine Union gemacht und damit ist das die einfache Form für selektiert auch einfach diese beiden Kategorien. Ich kann aber auch so Sachen machen wie zum Beispiel %i und das poppt dann zwei Objekte von dem Stack, macht die Intersection zwischen diesen Selection und pusht die Intersection. Und damit kann man dann schon ganz, ganz ausführliche, komplexe, großartige Dinge machen, wie in dem Fall alle Flip-Flop-Zellen selektieren, die eine Breite haben größer als 1. Und Help Select gibt die ganze Liste aus von Dingen, die man tun kann mit Select. Gut, und wenn man dann lustig ist, kann man eben solche Scherze hier bauen, die sinnvolle Dinge tun. Eine weitere Write-Once-Language. In dem Augenblick, wo man das schreibt, weiß man noch ganz genau, was es tut. Aber wenig später. Regular Expressions kannst du auch die Bannung anfangen. Aber jedenfalls diese CI, CU, %X Sache, mit denen kann ich quasi die Connection zwischen Dingen verbinden. Also CI geht zum Beispiel den Input Cone entlang und selektiert dann Zellen, die irgendwie dazu beitragen, dass diese Zelle den Eingangswert bekommt, den es hat. Genau, bei CI kann ich zum Beispiel sagen, CI, beliebig viele Ebenen, aber nur über die Zellen MUX und PMUX und nur entlang der Input der Ports A, B und Y. Und das würde jetzt dann quasi einen MUX-Tree quasi selektieren, aber nur die Datenleitungen verwenden und nicht, wo die Selection-Leitungen herkommen, die umschalten zwischen diesen beiden Datenleitungen. Gut, was man auch machen kann, ist, dass man nicht die bestehende Selection, so wie hier unten, überschreibt durch eine neue, sondern dass man da inkrementell Sachen dazu und Sachen wegnimmt. Das ist auch immer ganz praktisch.
Oh, und dann kann man den Selections noch einen Namen geben und später dann auf den Namen wieder referenzieren. Und damit kann man dann zum Beispiel solche Sachen machen. Hier, dass ich Grafiken mache, bei denen ich unterschiedliche Input-Cones einfärbe, je nachdem, wo sie hingehören. Also in dem Fall habe ich jetzt gesagt, quasi den gesamten Input-Cone von State A in einer Farbe, den konstanten Input-Cone von State B in einer anderen Farbe, aber den gemeinsamen Input-Cones, also alles, was in den Input-Cones von beiden vorkommt, in Rot. Super, wenn man Präsentationsfolien über Josus machen möchte. Ganz hervorragend. Ich weiß jetzt nicht, was ihr damit machen könnt. Aber für mich war das eine ganz hervorragende Sache. Die technische Frage wäre jetzt, warum müssen das nicht per Default so? Bunt oder bunt. Speziell bunt? Sinnvoll bunt. Verständnisfördernd bunt. Da müssten wir uns zunächst mal damit auseinandersetzen, ob das verständnisfördernd bunt war, weil... Also bei einer Clockline würde es zum Beispiel nicht schaden. In der durchschnittlichen Hardware ist die was sehr Spezielles. Genau, aber das ist, da hast du jetzt alles mitbekommen, was du brauchst, um quasi die Clocklines herauszusuchen und dann einzufärben. Ich glaube, das generische sinnvoll ist natürlich sehr im Auge des Betrachters. Oder du schreibst das nächste Graph Visualization Tool, was dann wirklich Do What I Mean macht. Ja, bitte. Ich arbeite viel mit Graphen, so ein Tool wäre ganz hervorragend. Gut. Da habe ich bei der ASIC-Ecke zu wenig Ahnung von der Application Domain. Das brauchst du für die Grafen nicht, genau. Nein, aber die Grafen erzeugen, die sind voll, die gut lesbar sind. Ja, genau. Aber dass man die Clockline einfärbt, das weiß ich wohl, aber dahinter wird es irgendwas, was man so mal Pi mal einfach mal machen könnte, ja. Und es schadet zumindest mal nicht. Gut, also mehr zu TechMap. Ich glaube, das Beispiel schauen wir uns jetzt nicht genauer an hier. Wir haben vorher kurz schon gesehen, man kann mit TechMap zu eigenen Substitutionsregeln machen und so. Und dieses Beispiel hier mappt jetzt ein OR-Reduce, also quasi wo ich einen langen Vektor habe und alle Pin-Bits miteinander verordern möchte, auf OR3x1-Zellen. Das ist ein übliches Namensschema, wie diese Zellen dann heißen in ASIC-Libraries. Also OR-Zellen mit drei Eingängen. Aus Jux und Tollerei mache ich das über Rekursion. Dass ich quasi in dem jetzt dann eine so eine, hier ist der wichtige Pfad, wenn die Eingangsgröße größer ist als 3, dann mache ich mir 3 Chunks und verorder diese 3 Chunks. Und am Schluss kommen dann eben solche Bäume raus von oben. Das ist natürlich ein ganz... Ist das spezifisch für dein Tool, dass es diese Rekursionssachen kann, oder ist das was, was es... Diese ganze Idee, dass du diese Ersetzungen machst und so, ist alles mein Tool. Also, weil die anderen Tools können halt Synthese für eine Architektur, und wenn du eine andere möchtest, dann musst du halt SQL schreiben. Das rechte ist auch Verilog, oder? Das ist alles Verilog, das ist Verilog, genau. Und kann Verilog solche Rekursionen prinzipiell formulieren, oder? Im Standard nicht. Ich glaube, der Standard verbietet dir, dass ein Modul sich selber rekursiv instanziert. Josus kann's. Ist halt eine Verantwortung, dass die Rekursion irgendwann abbricht. Wenn ich da jetzt die Abbruchbedingung der Rekursion quasi verkacke, dann läuft es auch nicht mehr flott, oder? Nein, das ist wurscht. Problematisch ist das dann, wenn du sagst, flattet das Design. Aber davor ist es ihm egal. Ja? Davor sagt er, oh, diese Zelle braucht die andere Zelle wird also gebraucht, also lasse ich es im Design. Fertig. Also... Das geht sehr lang gut. Aber irgendwann wird es gut machen. Also, das ist ein furchtbares Beispiel, ist ein nettes Beispiel, das zeigt, was wir machen mit TechMap. Aber es ist ein furchtbares Beispiel, weil man nie so etwas in der Form explizit machen sollte. Dafür haben wir ABC, dafür haben wir Low-Level Technology Mapping. Sowas kann ABC. Ja? Dass ABC ein großes, breites OR auf einen Tree von 3 Inputs oder mappt. Aber das Problem ist, die Sachen, wo es wirklich interessant wird mit dem TechMap, da passen die TechMap-Rule-Files halt nicht mehr auf eine Folie, und darum muss ich solche konstruierten Beispiele. Genau.
wenn man sich das so... Ist ein Fan-In von 3 normal? Oh, für oder, ja. Also das findet man ab und zu. So geht es mit 3 Eingängen. Es hängt immer davon ab, für welche Spannungen der Prozess gedacht ist. Also wenn du jetzt sagst, es gibt ja jetzt immer mehr Chips, die irgendwie mit 0,9 Volt versorgt werden können und so. Und die haben dann auch keine AOI-Gatter mehr, weil du quasi in der CMOS-Topologie nur eine Transistorebene für Pull-Up und eine Transistorebene für Pull-Down machen kannst. Und alles, wo du quasi mehrere bräuchtest. Also in einer Richtung brauchst du natürlich 2, weil du das Oder hat dann mit einer Seite parallel, in der anderen in Serie. Aber wenn du mehr Eingänge machst, wird quasi der Serien-Stack immer größer und das geht dann halt nicht mehr mit größeren Spannungen. Gut. Ja, das haben wir auch mit dem TechMap-Fail, kann ich quasi schon sagen, das soll nicht verwendet werden. Und TechMap-Fail kann eben auch auf einen Ausdruck gehen. Es muss nur am Schluss irgendwann konstant sein, wenn quasi das fertig ist, dass das hier evaluiert wird. Und dann gibt es eine TechMap-Fail-Variable, die immer noch einen nicht konstanten Wert hat, dann schreit TechMap, weil dann sagt sie, ich weiß nicht, was ich damit machen soll, ist das jetzt okay oder ist das nicht okay. Gut. Ja, man kann denen noch skripten, ich kann sagen TechMap-Do und dann Josus-Befehle angeben und TechMap führt diese Josus-Kommandos in diesem Modul aus, bevor er das Modul dann ersetzt wird und so. Damit kann man ganz großartige Dinge machen. Ich kann. Wo man sowas sinnvoll braucht. Das wird zum Beispiel verwendet in den TechMap-Rules für die Schieberegister. Wenn du Shift Left Shift Right machst, dann findest du solche Sachen da. Also da gibt es durchaus Anwendungen davon. TechMap Constval, damit kann ich schauen, ob Eingangs. Pins von der Zelle in der Netzliste, wo ich ersetze, konstante Werte haben und dann in diesen Rules gleich dafür optimieren. Genauso habe ich Spezialparameter, die ich verwenden kann, um herauszufinden, ob irgendwelche Input-Pins miteinander kurzgeschlossen sind. Das kann ich dann auch in meinem Verilog auswerten und entsprechend Dinge machen damit. Ja, damit kannst du dann zum Beispiel irgendeinen Multiplexer durchaus einfacheres ersetzen. Genau. Also übliche Anwendungen für sowas wären eben, ich mache einen Multiplizierer und ich will quasi wissen, welche Bits sind konstant, weil ich dann den besser optimieren kann. Generell bei TechMap ist es so, je komplizierter die TechMap-Sachen werden, die man macht, desto eher wird es sich anbieten, auch C-Code zu schreiben. Weil man kann ja auch ohne Probleme einen kleinen Pass selber schreiben. Und was sich jetzt im letzten Jahr oder so herausgestellt hat, ist, dass TechMap auch sehr gut ist zum Prototypen. Dass man einfach sagt, ich möchte mal was machen auf die Schnelle, dem schon mal was rauskommt und ich kann mal was herzeigen und ich kann mal schauen, ob das hinmacht, bevor ich mich dann hinsetze und irgendwie einen eigenen Befehl schreibe, der diese Transformation macht, die ich da machen möchte. Gut, Coarse-Grain-Synthese haben wir dann auch noch. Was ist Coarse-Grain-Synthese? Die Sachen, die wir bis jetzt gesehen haben, wann immer ich gehe von einer komplizierten Zelle auf einfachere Zellen. Also ich fange an mit Addierern und Multiplizierern und am Schluss will ich irgendwie Gatter haben. Und bei TechMap ist der Weg der, dass ich eben wirklich die komplizierte Zelle durch ein 1:1 Replacement ersetze, dass diese Zelle implementiert in den Möglichkeiten der tieferen Abstraktionsebenen. Coarse-Grain-Synthese ist der Weg in die andere Richtung. Ich habe Verilog als Sprache und in Verilog habe ich Sachen wie Addition, Subtraktion und Wechseln des Vorzeichens mit dem Minus-Präfix-Operator. Und in meiner Hardware habe ich eine Zelle, die kann die absolute Differenz zwischen zwei Variablen ermitteln. Und jetzt möchte ich diese Zelle in meinem Design verwenden. Und das kann ich natürlich nicht machen mit, da habe ich diesen komplexeren Operator, der als Teil beinhaltet, absolute Differenz zwischen zwei Variablen, sondern im Gegenteil, ich habe Verilog-Code, da schreibt jemand, wenn a kleiner b, dann meine ich b minus a und ansonsten meine ich a minus b. Und auf einmal habe ich einen Multiplexer, eine Vergleichszelle und zwei Subtrahierer und ich will das in eine Zelle packen.
Und das geht eben mit dem Extract Pass. Ich möchte vorausschicken, der Extract Pass ist nicht besonders schnell. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist das Problem, das der Extract Pass versucht zu lösen, ist NP-hard. Und der zweite Grund ist, ich hab gehört, das ist eine gute Ausrede, wenn was langsam ist. Das ist die Frage, so wie die Frage von Knut oder wo er gefragt worden ist, ob er glaubt, dass er ist. Das war super. Er glaubt schon, dass P gleich NP ist, aber er glaubt auch, dass wir es niemals wissen werden. Tja. Ja, der zweite Grund ist aber, dass innerhalb des Problemfeldes, um das sich der Extract Pass kümmert, ist der Extract Pass optimiert auf Designs mit wenigen großen Zellen. Und das ist eine Design-Corner, für die solche Algorithmen selten optimiert sind. Meistens sind die optimiert für viele, viele kleine Zellen. Weil meistens werden die verwendet, um von Transistoren zu Gatter zu kommen. Sowas in der Richtung. Aber ich verwende es ja hier, um quasi schon von den größten Zellen, die man normalerweise in der Synthese kennt, auf noch größere Zellen zu gehen. Und die anderen Algorithmen, die kommen halt nicht damit klar, dass ich da schon eine Zelle habe, die schon 200 Eingangspins hat und so weiter und so fort. Also darum gibt es manche Anwendungen, wo man bei dem Extract Pass sehr lange zuschauen kann. Aber André kann das sehr gut. Also, was ich hier mache, ich habe hier mein Skript und in dem Skript lese ich eine Verilog-Datei, das ist die da drüben. Und dann mache ich Hierarchy. Und dann mache ich Extract. Und das schaut ziemlich genauso aus wie TechMap. Ich gebe ihm ein Map-File. Nur jetzt macht er genau die andere Richtung. Er nimmt sich dieses Map-File, schaut sich die Schaltung an, die von dem Map-File beschrieben wird, sucht diese Schaltung da drinnen und wenn es findet, ersetzt es. Und in dem Fall haben wir einen Multiply-Accumulator hier, der eben zwei 16-Bit-Zahlen miteinander multipliziert und das 32-Bit-Ergebnis noch zu einem 32-Bit-Eingang dazu zählt und dann einen 32-Bit-Ausgang macht. Und das sind diese beiden Zellen hier und das wird dann eben hier entsprechend ersetzt. Wieder ein verdammt schlechtes Beispiel. Weil es mehrdeutig ist, oder? Weil er könnte auch die beiden unteren nehmen. Nein, weil das sind Adder. Also, ja, okay. Wieder ein verdammt schlechtes Beispiel. Aber eben ein Beispiel ist einfach genug, dass man so Folien nicht herzeigen kann. Warum ist es ein schlechtes Beispiel? Weil es einen Pass gibt namens AluMac, der unter anderem Mac-Operationen extrahiert und bereits in einen internen Zelltyp $Mac umwandelt. Also wenn jemand Mac-Zellen extrahieren möchte, was wahrscheinlich einer der häufigsten Anwesungen für dieses Coarse-Grains und diese Ding ist, nicht Extract verwenden. Es gibt was ganz Spezielles nur dafür, was viel, viel besser ist, was viel besser die Mathematik versteht und die Schaltungen, die quasi äquivalent sind in diesem Kontext hier. Aber es ist halt ein nettes Beispiel. So, und da sehen wir ein Problem jetzt mit Mehrdeutigkeit, das ich eben nicht hätte, wenn ich diesen AluMac-Pass verwende, der eben besser weiß, was er tut, wenn er Macs extrahiert. Dass ich jetzt hier zwei Schaltungen habe, die gleiche Operation machen. Der einzige Unterschied ist, dass ich hier die Klammer anders setze. Also das hier wird von links nach rechts ausgewertet. Das heißt, wir haben diesen Multiplizierer und diesen Multiplizierer, wir bilden die Summe davon und dann bilden wir die Summe mit x. Und in dieser Schaltung hier können wir nur einen Mac-Core extrahieren. Also wir können entweder diesen Mac-Core extrahieren oder wir können diesen Mac-Core extrahieren. Also zumindest kommutativ kann Extract. Also das ist kein Problem, der weiß, Addition ist kommutativ, ich kann die beiden Eingänge vertauschen und so. Aber ich kann hier keine zwei Mac-Cores herausfinden bei der Schaltung. Die Schaltung hier, die äquivalent ist, nur dadurch, dass ich hier die Addition in einer anderen Reihenfolge aufrolle, da bekomme ich zwei Mac-Cores raus. Gut. Ich kenne mir, sieht hier ein Bug-Report in einer Slide. Was? Nein, es zeigt halt, was der Befehl kann, was er nicht kann. Und die Lösung, wenn man halt mit Extract arbeitet, ist, dass man dann halt mehr und mehr Regeln macht. Also das ist die PhD-Arbeit, die ich vorhin angesprochen habe,
die beschäftigt sich eben ganz konkret mit Coarse-Grain-Synthese und der Methodologie, um die Iosus Coarse-Grain-Synthese, wie man die verwendet, um eine Coarse-Grain-Architecture zu bauen. Dass ich quasi anfange mit einer Reihe von Example-Verilog-Codes, die möchte ich abbilden auf meine Architecture, und im der Extract-Befehl kann noch viele andere Sachen, die ich da jetzt gar nicht sehe, der kann Sub-Circuit-Mining machen, der kann unterschiedliche Schaltungen miteinander vergleichen und schauen, ob es quasi Dinge gibt, die öfter vorkommen als wiederkehrende Muster, und das dann anbieten, als vielleicht willst du diese Art von Zelle in deiner Coarse-Grain-Architektur verwenden, weil das schaut so aus, als ob deine Beispielanwendungen alle diese Art von Zelle haben wollen. Habe ich das schon, ist schon richtig verstanden, das Extract fängt jetzt beim unteren an, bei der Netzliste oder was ist da unten ist, formal quasi? Das Extract fängt bei der an und macht die draus. Und hier hat er zwei Mac-Cores gefunden, und das Skript ist immer noch das von der vorherigen Folie. Also es ist immer noch, wir reden immer noch von dem Map-File und quasi dem Befehl. Wir wenden es nur auf diese beiden Schaltungen an. Natürlich eklig, das aufzubohren, dass er da über Pattern Matching anfängt, die Kommutativität. Ja. Du machst dann einfach zwei Regeln. Dann also die Kommutativität. Ja. Also er kann quasi hier die Kommutativität ausreizen, also im Wurscht, ob der Multiplizierer an Port A oder B hängt von dem Addierer, aber er kann es nicht so weit machen, dass er sagt, okay, das ist nur ein Dreierfach Addierer, also drehe ich dort die Evaluierung um. Aber es ist schon cool, dass er das kann. Die meisten Sachen, die Subcircuit Extraction machen, die können nicht immer so Sachen wie diese beiden Ports sind inhärent vertauschbar und so. Das sind halt die Sachen, warum der Befehl nicht der schnellste ist. Ist es deswegen, weil du die maximal mögliche Anzahl von Matches finden willst? NP-Complete. Also manchmal dadurch, dass du in der Mitte einen Match, wenn du jetzt so Sachen hast, wo irgendwas kaskadiert ist, wenn du das blöd auflöst von der Mitte her, dann bleiben dir die Enden übrig oder irgendso. Das beste Beispiel, um zu zeigen, warum das NP vollständig ist, ist die Idee, du hast dein Suchmuster ist eine lange Kette von Zellen. Ja. Du hast quasi nicht irgendwas, wo du zwei Sachen hast, wo du sinnvolle Topologie machst, sondern du hast nur eine lange Schlange von 100 Zellen, und du versuchst diese lange Schlange dann zu finden in einer Schaltung mit ebenfalls 100 Zellen. Es ist ein Pick-and-Hold-Problem. Wo sie aber quasi so verschalten sind, dass du jetzt suchen musst, wo finde ich quasi den einen Pfad, der durch die gesamte Schlange durchgeht. Genau, weil du in Wirklichkeit kleine Graphen hast, das heißt, musst du einen großen Graphen finden. Genau. Und was der Ralf noch gemeint hat, ist, das ist je nachdem, welche du findest, könnte es bessere und schlechtere Lösungen geben. Die Sache ist, es gibt immer mehrere Lösungen. Also der Worst Case, in dem die Worst Case Komplexität, also O von was auch immer, ist eine Funktion des Musters, das du suchst. Und für jedes gegebene Muster gibt es ein Polynom als Obergrenze. Also das Problem ist NP vollständig, wenn du es nicht weiter einschränkst, aber wenn ich dir ein konkretes Muster nenne, Fälle kannst du immer ein Polynom. Genau, für jedes konkrete Muster gibt es ein Polynom. Und da muss man sich eben jetzt anschauen. Ich hätte jetzt eben gedacht, dass es deswegen NP-complete ist, wenn du jetzt wieder die lange Kette hernimmst, dass das irgendwas kaskadiert ist und du machst Zweier-Matches. Dann kannst du alle möglichen ungeraden Zweier-Matches finden. Und je nachdem, wenn das jetzt komplexere Muster sind, gibt es halt mehrere Lösungen, die nicht alle gleich gut sind. Ja. Also gerade Zweier-Matches, wenn du beim zweiten anfängst zu matchen, bleibt der erste und der letzte übrig, wenn es eine gerade Zahl ist. Ja? Ich mache sowas in der Richtung in meinem Algorithmus, aber als Vorbrenner. Der eigentliche Algorithmus, den ich hier verwende, ist der Ullmann-Graph-Matching-Algorithmus. Der Algorithmus ist sehr nett. Das Problem ist, dass ich für den Algorithmus die Connectivity-Matrix von den beiden Schaltungen aufstellen muss. Das ist super, wenn mein Muster und die Schaltung, in der ich das Muster suche, in ähnlichen Größenordnungen sind, wie groß sie sind. Ja. Und das habe ich eben in dem Fall, wo ich in den kleinen Fällen, wo ich ganz komplizierte Zellen suche, da habe ich das. Dort, wo ich in der fertigen Transistornetzliste meine Flipflops raussuchen möchte, dort habe ich das nicht. Und da gibt es andere Algorithmen, die mehr so arbeiten, wie man das von Lexan kennt, dass sie sich das Muster anschauen und dann quasi einen Algorithmus erzeugen, der in der Lage ist, dieses Muster effizient zu finden,
mit eben einer oberen Komplexität, die meistens nicht so tragisch ist, weil meistens sind das wenige sehr stark miteinander vernetzte Zellen. Und das sind meistens Sachen, die man relativ gut identifizieren kann. Dass du sagst, ich identifiziere mal zuerst, weil meistens sind das ja noch Graphen mit Attributen, weil ich unterschiedliche Zelltypen habe. Ich kann sagen, das ist ein N-Kanal oder ein P-Kanal-Transistor, was auch immer. Und dann kann man oft diese Zellen finden, indem man einfach sagt, man identifiziert die eine, die irgendwo im Zentrum ist, schaut, welche könnten quasi sowas sein und handelt sich von dort vor. Ist natürlich dort anfangen zu suchen, wo du nur wenige im großen Design hast. Genau. Also das ist auf meiner To-Do-List, dass ich quasi irgendwann mal so ein Extract 2 mache, das dann diese ganz andere Art von Algorithmus verfolgt, die viel, viel besser geeignet ist, wenn du diesen großen Unterschied hast zwischen Komplexität von Muster und Schaltung, in der du das Muster suchst. Das wird dann eklig, wenn du alle Lösungen finden willst und dann auch bewerten willst, welche ist besser. Hier haben wir noch ein anderes Problem. Nämlich, wenn ich einen Mac-Core zum Beispiel extrahieren möchte, dann weiß ich ja vorher nicht, welche Bitbreite der hat in der Schaltung. Das heißt, ich müsste nicht nur ein Muster angeben, sondern ich müsste viele Muster angeben. Da ist der Input 8-Bit groß, da ist der Input 9-Bit groß, da ist der Input 10-Bit groß. Und man sieht, das wird nicht besser, wenn das Extract schon ein NP-hartes Problem ist, wenn ich dann irgendwie da in dieser Art und Weise die Anzahl meiner Muster explodieren lasse. Und da habe ich mir was ausgedacht, was ich Wrap Extract Unwrap Method nenne. Das möchte ich mal ganz kurz zeigen. Die Idee ist, dass ich zunächst einmal ein Preconditioning mache. Also die Aufgabe, die wir uns stellen, ist, wir wollen 18 mal 25 Bit Max implementieren. Und wir wollen quasi alle suchen, die ich damit implementieren kann, aber die ignorieren, die größer sind. Und im ersten Schritt gehe ich her und vertausche Eingängen von Multiplizieren, sodass A immer der kleinere von den beiden Eingängen ist. Das ist mal praktisch, wenn man das hat. Und das mache ich mit TechMap. Ohne Beschränkung der Argumente. Das mache ich mit TechMap. Da gehe ich einfach her und sage, wenn du eine Mul-Zelle findest, dann mach TechMap fehl, wenn die eh schon richtig herum sortiert sind. Und ansonsten ersetze sie durch diese andere Zelle. Diese andere Zelle heißt TechMap Replace. Wenn das Replacement-Design eine Zelle beinhaltet, die TechMap Replace heißt, dann erbt diese Zelle den Namen der Zelle, die ersetzt wird. Weil ansonsten hat man oft das Problem, wenn man quasi die dann nochmal ersetzt, und dann wird der Name immer länger, weil er immer den Originalnamen hat, einen Punkt und einen Instanzname in dieser RIP anhängt. TechMap Replace. Sollte man nur bei solchen Änderungen verwenden. Ja, aber für sowas ist es super, wenn man einfach Ports vertauschen möchte, solche Sachen. Die meisten Sachen, die man mit TechMap macht, sind nicht so Trivialitäten, dass man Ports vertauscht oder den einen Eingang auf Null setzt oder was auch immer. Was machst du jetzt eigentlich, wenn jemand anders gerade TechMap irgendwas in seinem Design verwendet? Das ist wurscht, weil das nur von TechMap verwendet wird. In der TechMap Rule darf es nicht sein. In dem Map-File. In dem Design ist das egal. Es ist nicht so, dass er das konkrete Design versucht zu replacen und dann schaut, ob... Nein, er schaut zuerst in dem Replacement und dann setzt es ein, aber es wird nie im Design nach solchen Signalen gesucht, die TechMap anders geheißen. Gut, dann kommt der Wrap-Schritt. Die Idee vom Wrap-Schritt ist, ich ersetze alle Mul-Zellen durch meinen eigenen Zelltyp, der heißt hier underscore-mul, underscore-wrapper. Und der erbt auch alle Parameter, eben auch die Breiten und so weiter und so fort. Aber in dem Fall sind das nur Informationen. Die Breite von diesen Ports ist fix. Die Breite von den Ports ist 18, 25 die Eingänge und 48 der Ausgang. Das, wie ich ersetzen möchte. Und quasi nur die untersten Bits werden verwendet, wenn der ursprüngliche Multiplizierer kleiner war. Das ist der Wrap-Schritt. So, dann mache ich das gleiche mit den Addieren und wrap quasi alle Addieren in der Wrap-Zelle, die 48-Bit breit ist. Ja, und dann kommt der Extract-Schritt. Der Extract-Schritt ist super easy. Ich schreibe wieder das, was ich finden möchte, DSP48-MAC. Das Problem ist aber, jetzt habe ich hier $mul und $add. Damit ich quasi diese
dieses Muster hier einfach schreiben kann, schreibe es einfach als Verilog und dann lasse ich die gleichen TechMap-Rules drüber laufen, die ich verwende, um das Wrappen zu machen im Design. Damit habe ich hier auf einmal ein Muster, in dem ich auch mein Wrap-Mull und mein Wrap-Add habe. Das ist schon der Unwrapper. Genau. Ja, also das verwende ich dann zum Extracten, dann habe ich sie extrahiert. Es fehlt noch ein bisschen Info, das wird dann noch zusammengefügt. Und in der anderen Richtung, wenn ich dann fertig bin, dann habe ich gewisse Zellen, die mir übergeblieben sind, die habe ich nicht ersetzt, weil das ist zwar ein Addierer oder ein Multiplizierer, aber gehört halt nicht zu einem Mac. Das heißt, ich muss wieder unwrappen, ich ersetze die Mull-Wrapper-Zelle wieder durch eine Mull-Zelle und die Bitbreiten beschneide ich wieder auf die Originalgröße. Das heißt, da kommt dann wieder das raus, womit ich angefangen habe. Das gleiche mit dem Adder. So, und wir schauen uns zwei Beispiele an. Nämlich wieder ein Beispiel, wo ich nur einen finden kann und eins, wo ich zwei Mac-Zellen finden kann. So, und dann kommt der Swap-Schritt. Ich weiß nicht, ob ich da, wurde da was geswappt? Ja, der hat zum Beispiel seine Eingänge vertauscht bekommen, die CECD. So, dann wrappe ich, also wir haben damit angefangen. Und dann mache ich TechMap, minus Map und so weiter und so fort. Und der baut mir diese AddWrapper, MullWrapper, AddWrapper, MullWrapper ein. Und da habe ich einen einzelnen Multiplizierer, weil der irgendwie zu groß ist. Der fällt quasi aus meinem Muster raus, den wollte ich nicht haben. Das Problem ist, wenn ich das gemacht habe, ich habe jetzt die Multiplizierer ersetzt und ich habe die Adder ersetzt. Dann habe ich jetzt die Zellen, die entsprechende Breite haben am Ausgang, aber die Verbindung stimmt noch nicht. Der Ausgang vom Multiplizierer ist zwar jetzt 48 Bit breit, aber nur die untersten N-Bit gehen zu dem Eingang von dem Addierer, der danach steht. Und die obersten N-Bit von dem sind alle 0 und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es diesen eigenen Befehl Conwrappers, der nur dafür da ist, diese Verbindungen zu fixen und in einer Art und Weise, mit der ich sicherstelle, dass ich nicht das Verhalten des Designs verändere. Und dem muss ich halt quasi sagen, ich muss auch sagen, ob unsigned oder signed extended wird, dem sage ich den Zelltyp und die Ports, um die es geht, und der macht dann die Verbindungen. Und weil aber dafür ein extra Wire ins Design eingebaut wird, schaut das hier in der Ausgabe so komisch aus. Ich habe hier beim Y die untersten so und so viele Bits sind mit einem Wire verbunden, mit dem untersten so und so viele Bits von dem hier. Und die obersten mit einem anderen Wire, der aber quasi zu dem gleichen Port geht. Darum schaut die Grafik hier so furchtbar aus mit diesen Switchboxen, die nur sagen, und das geht dorthin und das geht. So. Das macht jetzt einfach nur mehr Wires hinein, oder wie das Conwrappers? Genau, das macht mehr Wires, sodass jetzt all diese Ausgangspins mit all diesen Eingangspins verbunden sind. Ohne das wären nur die Pins verbunden, die von Anfang an verbunden waren bei den kleineren Zellen. Und jetzt habe ich die Außen- und Eingänge breiter gemacht und ich muss natürlich die auch noch verbinden. Damit dann eine Topologie rauskommt, die dem entspricht, was die Zelle ist, die wir substituieren. So, wrappen in dem anderen Beispiel. So, und jetzt können wir extrahieren. Dazu mache ich eben das Extract. Wir haben ein bisschen das Problem, dass ich gesagt habe, ich muss die gleichen Rules über mein Suchpattern drüber laufen lassen, dass auch diese AddWrapper und diese MullWrapper-Zeilen verwendet. Und ich mache das so. Ich sage Design Push. Nimmt mein Design, pusht es irgendwo hin, interessiert mich nicht, ich habe ein neues Design gespeichert. Dann mache ich, ich lade das, was ich suche, das Muster, wende einfach nur diese beiden Wrap-Schritte, den Swap und den Wrap-Schritt an und speichere dieses Design unter diesem Namen, Mac, wurscht. Und dann poppe ich. Das heißt, ich werfe das hier weg und habe wieder das Design gespeichert, das ich ursprünglich gehabt habe, habe aber irgendwo hingespeichert etwas mit dem Namen, das dieses Ding ist. Und wenn ich dann extracte, hier oben, kann ich statt einem Map-File auch angeben, $ und den Namen vom Design in Memory. Das ist ganz praktisch. Ah, danke. Prozent. Ach, meine Sonderzeichen. Ah, man sieht, ich habe mal Perl programmiert.
Ich mag diese Sonderzeichen. Solltest du vielleicht noch so wie bei Pearl beim neuen einführen, dass du verschiedene Sonderzeichen kombinieren kannst. Ja, und Emojis verwenden. Ja. So. Gut, und das gleiche eben in Test 2. Und in Test 2 sehen wir, dass es die andere Topologie, die ungünstige war für das Finden von Max, da ist uns hier und hier jetzt jeweils so ein Wrapper übrig geblieben. Und nur in der Mitte haben wir eine Zelle ersetzt. Gut, und das heißt, im Test 2 können wir diesen Unwrap-Schritt machen, wo wir diese Unwrap-Sachen machen und damit werden diese Wrapper wieder ersetzt durch die ursprünglichen Zellen. Und damit haben wir es geschafft, so ein bisschen mit Kopfstand und so. Und das schmeißt eben zu gefügten Wires auch wieder weg, natürlich. Automatisch, genau. Ja. Also das Wire selber bleibt eigentlich bestehen, es ist nur mit nichts verbunden. Und wir machen hier ein Doppelsemikolon. Ja, und das entspricht dem, was die Xilinx DSP48-Zellen können, wenn man sie als Max verwendet. Also das ist jetzt quasi auch nicht dann aus der Luft, sondern das ist ein Schritt, den ich wirklich machen möchte. Und wenn ich jetzt quasi für Xilinx DSP48-Zellen mappen würde, dann würde ich als Endziel wirklich einen eigenen Befehl haben, der halt das kann und alle Details kennt, was diese DSP48E-Zelle in den Xilinx FPGAs kann. Aber als ersten Prototypen einfach mal schauen, wie weit kommen wir und dann kommt am Schluss was raus, das verwendet tatsächlich die Zelle, vielleicht noch nicht in allen Fällen ideal und so, ist das sehr, sehr gut geeignet. Okay, haben wir Fragen? So, was ich auch noch machen kann, ich kann natürlich diese ganzen Technologien nicht nur verwenden, um klassische Synthese zu machen, das heißt, etwas im Verhalten gleich zu lassen, aber mit einer anderen Basistechnologie zu implementieren, sondern ich kann auch das Verhalten von meinem Design ändern. Also das wäre zum Beispiel eine Techmap-Rule, die asynchrone Flipflops, also Flipflops mit asynchronen Resets durch Flipflops mit synchronen Resets ersetzt. Es gibt Fälle, da braucht man das. Und dann ist es vielleicht einfacher, so eine Änderung direkt in einem Synthesa-Skript zu machen, als händisch über das Design drüber zu gehen und diese Änderung überall durchführen zu müssen. Mit Global Fine Interface. Ja, genau, Global Fine Interface. Also wenn man sich das Synthesa-Skript anschaut für den Amber-Core, den ARMv2-Klon, der im Josus Bixim drinnen ist, da ist genau dieser Schritt drinnen. Weil die nämlich den so geschrieben haben, dass der eigentlich nur auf gewissen FPGAs implementiert werden kann, weil sie nämlich Register auf global initialisieren, sodass sie beim Einspielen vom FPGA bereits auf einen Wert gesetzt wird und es gibt kein Reset-Signal und nichts. Und ich wollte das aber so machen, dass man das dessen resetten kann und da gibt es mehrere Schritte, die dazu führen, dass am Schluss dieser Core einen Reset-Pin hat, der diesen Zustand wiederherstellt und dass irgendeine Zeile via Reload-Code angegriffen wurde. Und den Core umzuschreiben dafür, dass ich den resetten kann über eine Leitung, wäre wahrscheinlich ein größeres Projekt gewesen. Gut. Selections haben wir uns angeschaut. Und ich kann natürlich diese Selections nicht nur verwenden, um ganz gezielt Dinge vom Design zu selektieren, um damit Änderungen auszuführen, Sachen zu löschen, was auch immer, sondern auch sehr viel, um einfach das Design zu analysieren und zu schauen, was macht denn das Design und was ist womit verbunden. Da gibt es auch eine eigene App, Node Interactive Design Investigation, die das ein bisschen outlined, was man da so machen kann. Nur ein kleines Beispiel, da habe ich jetzt hier einen Core, der irgendwie alle möglichen, der einen XOR-Shift 32 implementiert, das ist ein XOR-Shift 32, aber auch eine Reset-Funktionalität hat und Flip-Flops hat und so weiter und so fort. Und ich will quasi nur den XOR-Shift 32-Pfad extrahieren und das kann ich hier mit diesen Dingen machen, dass ich quasi sage Submod, damit kann ich Teile von einem Modul selektieren, ein eigenes Modul verschieben und im anderen Modul ist dann noch eine Instanz von diesem neuen Modul drinnen. Und solche Dinge kann ich eben hier tun. Und da sehen wir, das ist das Design.
Und da habe ich hier die neu erzeugte XOR-Shift 32 Zelle. Und das ist die XOR-Shift 32 Zelle. Und diese XOR-Shift 32 Zelle ist eben nur ein kombinatorischer Pfad, den ich jetzt näher untersuchen kann, während das hier oben nur noch das Reset quasi drinnen hat und das Flip-Flop und diese Dinge. Hast du auch Beispiele, wo du irgendwelche Satzsolver-Sachen für was man sowas braucht? Satzsolver. Das war mal Hardcode. Achso, X, oder? So, das ist ein Satzsolver, wo ich eben jetzt quasi in genau dem Fall, jetzt habe ich nämlich dieses XOR-Shift 32 Modul extrahiert und jetzt kann ich auf dieses Modul mit einem Subsolver zugehen und nur quasi diese Teilschaltung untersuchen. Die Sub-Kommandos, die können dann eigentlich nicht, dass ich auf Teilschaltungen losgehe. Aber mit Submod kann ich die Teilschaltung rausfletzen und dann geht's. Und was mache ich hier? Ich gehe in das XOR-Shift, also das ist das, was wir oben gehabt haben. Dann gehe ich in das Modul hinein, benenne die Pins um. Wir wollen sie gar nicht mehr verwenden im Großen und Ganzen. Also es ist wurscht, dass es nicht mehr zur Instanz zusammenpasst, wenn ich die Pins umbenannt habe. Aber heißen sie in und out und das ist irgendwie besser zum Erklären. Und dann kann ich mal sagen, eval zum Beispiel. Sagen, wenn ich in auf den Wert 1 setze, was heißt dann out? Dann kriege ich, out ist das und das. Ich könnte das weglassen und dann sagt er, dann dazu muss ich erst wissen, welchen Wert in hat. Also er kann dann auch sagen, was ist die undefinierte Variable, die ihm fehlt. Oder wenn in den Wert so hat, was heißt der Output, dann ist das der Output. Aber ich kann es natürlich umdrehen. Ich kann sagen, Satzsolver, ich setze den Output auf den Wert. Was ist eine gültige Lösung? Und dann kriege ich eben hier einen möglichen Inputwert, mit der diesen Ausgangswert erzeugt. Zeit ist da vergangen zwischen Frage und Antwort? Da nichts. Okay. Also das ist wurscht. Das ist eine kleine Schaltung. Du kannst vollständig enumerieren, das dauert nicht. Okay. Ah, die kannst du symbolisch zurück umformen. Die kannst du sogar symbolisch. Machst du das auch? Nein, das sind keine symbolischen. Also es ist lustig, es ist ein eigenes Feld und man kann ein bisschen schauen, es gibt nette Videos von Vorträgen online, wo Leute das Verhalten von Satzsolvern untersuchen. Also so wie Leute Mikrobiologie machen und quasi Dinge, die keiner bis jetzt versteht, werden untersucht, aber die Satzsolver, die sind ja von anderen Leuten geschrieben. Und dann kommt man irgendwie drauf, empirisch, dass die Sortierung von den Klauseln eine Rolle spielt. Und die Sortierung von den Klauseln sollte eigentlich keine so wesentliche Rolle spielen. Und es gibt Leute, die untersuchen das Verhalten von Satzsolvern und schauen sich quasi so an, das Verhältnis zwischen Knoten und Kanten in einem Satzgraphen. Was ist das Verhältnis, bei dem die Probleme schwer werden? Man weiß nicht warum, aber es gibt ein Verhältnis, da scheinen Probleme schwerer zu sein. Na, da gibt es auch Open Source Geschichten. Das geht nur Open-Source. Nein, nicht zum Untersuchen, die ach so. Sich so kaputt verhalten. Nein, wir reden von Minisat, von Sachen, wo der Source Code offen liegt. Aber würde man einen Source Code zugeben? Diese ganzen Optimierungsprobleme, wenn du schon mal einem genetischen Algorithmus zugeschaut hast, ja, dann kannst du nicht sagen, why. Ja? Oder wenn ein neuronales Netz irgendeine Sache lernt und du dann Inputs und Outputs. Wenn du dann zu erklären versuchst, warum es das richtig löst. Das sind solche ja. Also, Sachen. Gut, ja. Das also, bei dem ist ja inhärent, dass das nicht trivial nachvollziehbar ist. Ja, aber du hast da einfach emergentes Verhalten. Also grad, wieso wird irgendwo die Performance schlecht? Oder so? Ja, ja. Aber, da steht nirgends im Source. Aber Satzsolver haben halt meistens ganz, ganz kleine Algorithmen. Ja, also die Algorithmen sind jetzt nicht so super berauschend komplex. Und scheinbar ist es trotzdem sehr schwierig, das Verhalten irgendwie abzuschätzen. Und es gibt auch einige Paper über, wie kann ich SAT-Probleme richtig kodieren. Und da sind dann auch einige sehr, sehr schwammige Dinge, wo halt Leute, schon. Wieder Heuristiken. Ja. Also ich, bei genetischen Algorithmen habe ich das eine Zeit lang verfolgt. Da gibt es eben dann so ein paar weiche Regeln, die halt gute Ergebnisse liefern. Ja. So, das hier. Könnt ihr euch erinnern, das war mein Beispiel, dass man mit TechMap den Addierer auf kleine Addierer ummappen kann. Dann habe ich gesagt, dann machen wir irgendwas mit. Es war nicht wirklich. Wir sind nicht wirklich tiefer darauf eingegangen, was die Schaltung macht.
gehen wir jetzt auch nicht, wir beweisen einfach, dass sie richtig ist. Das ist doch viel, viel spannender. Also, was mache ich hier? Ich nehme wieder diesen Stab hier. Ich lese die Datei ein, das eigentliche Design, wo der Addierer vorkommt. Hayachi, wurscht. Dann kopiere ich das Design. Also das Design als Test und jetzt kopiere ich es nach Test-Org und dann rename ich es nach Test-Map. Also jetzt haben wir ein Test-Org und ein Test-Mapped und jetzt im Test-Mapped gehe ich quasi her und mache diese Tech-Map-Regel. Und jetzt habe ich quasi das Test-Org, so wie es ursprünglich war, das Test-Mapped nachher und jetzt will ich beweisen, dass die beiden gleich sind. Es gibt viele Möglichkeiten, wie ich das machen kann, aber am einfachsten ist, ich erzeuge einen sogenannten Meter. Also ein Meter ist eine Schaltung, die nicht wirklich eine Schaltung ist, sondern die eine Testschaltung ist, eine virtuelle Schaltung, wo ich quasi die Eingänge von den beiden Schaltungen, die sich zusammen und werden zu globalen Eingängen geführt und die Ausgänge gehen in einen Vergleicher und der Vergleicher zeigt auf an einem Ausgang, wenn die unterschiedlich sind. Und wir wollen jetzt zeigen, dass das nie passiert. Also? Er hat ein Hardware-Diff gebaut. Hä? Du hast ein Hardware-Diff gebaut. Genau, ein Hardware-Diff. Also da gehen wir her und sagen, machen wir einen Meter, und zwar einen Meter für Equivalence-Checking. Man könnte auch Meter für andere Sachen machen, aber ich sage gleich, der Meter-Befehl kann im Augenblick nur Meter für Equivalence-Checkings machen. Und dann muss ich eben noch sagen, welche Ausgänge und welche Komponenten ich gern hätte. Also normalerweise ist der Meter ganz, ganz klein und dann sage ich quasi, bei den Eingängen kommt was anderes raus, aber ich sehe nicht mehr, was rauskommt, weil ich habe das versteckt in dem Design. Die Ist der gleiche Typo wie vorher. Und der gleiche Typo wie da. Ich mag das irgendwie, das so zu schreiben. Aber da ist richtig, Schatz. Weil da die Rechtschreibkorrektur anspringt und da nicht, weil das nämlich Code ist. Okay. Ja, dann habe ich meinen Meter, aber mein Meter ist langweilig. Der instanziert ja nur das Test-Org und das Test-Mapped. Und das SAT, das kann nicht mit hierarchischen Schaltungen, das braucht eine flache Schaltung. Also mache ich flatten Meter, nachher ist der Meter flach. Und jetzt kann ich dann mit SAT beweisen, dass diese beiden Schaltungen wahr sind, indem ich sage, verify, prove asserts, weil ich habe gesagt, make asserts, da macht er Assert-Zellen, die sagen, der Trigger muss immer 0 sein. Und dann sage ich noch Show Inputs und Show Outputs, damit, wenn er eine Lösung findet, dass ich dann nicht nur sage, es geht nicht, sondern ich sehe quasi, welche Eingaben und welche Ausgaben zu diesem Fall dazugehören. Wenn ich das ausführe, sagt er Success. Und damit wäre bewiesen, sie sind gleich. Das kann aber für so kleine Schaltung ist das gut, aber für größere Dinge ist es nicht so gut. Oder? So, in diesem Beispiel beweisen wir, dass ein AXI 4 Stream Master sich nicht an das AXI 4 Protokoll hält. Also, wenn man mit gerade im FPGA-Bereich wird es immer mehr mit diesem AXI-Interface gemacht, also AXI-Streams und AXI-MM. Und das ist eben so ein AXI-Stream-Master. Das ist AXI? Das ist von ARM, ich habe vergessen, für die Abkürzung steht, aber es ist von ARM ein On-Chip-Bus-Interface. Okay. Ja. Das aber quasi nicht nur für ARM interessant ist, sondern eigentlich generell dort, wo du halt Adress-Daten-Interfaces hast oder Streaming-Interfaces. Und ich verwende eben hier das Streaming-Interface. Das AXI-Streaming-Interface schaut so aus, dass Daten übertragen werden, wenn T-Valid und T-Ready high sind. Dann wird T-Data übertragen vom Master zum Slave. Und dann gibt es noch so ein paar Zusatzauflagen, wie zum Beispiel, also T-Valid kommt von Master, dass er sagt, T-Data sind Daten, die man übernehmen könnte. Und T-Ready kommt vom Slave, damit sagt er, ich habe es jetzt gelesen.
Und wenn der Master mal T-Valid Asserted hat, darf er zum Beispiel die erste oder die asserten, wenn das T-Ready kommt und nicht quasi zwei Taktzyklen das anbieten und sagen, ach, doch nicht. Genau. Da gibt es quasi so ein paar Auflagen, was man machen darf, was man nicht machen darf. Und dann testet man das. Nicht? Man macht eine Testbench, wo man schaut, ob es richtig hier rauskommt. Und meistens, also in dem Fall, kann man eine Testbench in jedem einzelnen Taktzyklus Daten verarbeiten. Ah, ja, das ist mein Test. Ich habe nicht die klassische Testbench hier. Aber wenn ich eine klassische Testbench hätte, weil das ist schon der Test für den Satzsolver, wenn ich eine klassische Testbench hätte, dann würde ich quasi irgendwie zum Beispiel, findet man üblich, T-Ready immer auf 1 haben. Weil meine Testbench, die kann ja immer Daten entgegennehmen. Und dann nur noch schauen, wann wird T-Valid high. Und das ist genau der Bug, den das hier hat. Dass hier eigentlich nicht not T-ready stehen sollte, sondern T-ready. Aber wenn T-ready eh immer high ist, ist es wurscht. Dann scheint dieses Modul immer zu funktionieren und meistens interessiert man sich dann ja mehr, ob die Berechnung stimmt für die Daten, die am Schluss rausputzen sollen und nicht, ob das Access-Stream-Interface passt. Und das merkt man erst, wenn man das gesamte System integriert hat und dann drauf kommt, dass irgendwie meine Komponenten nicht mehr reden kann, die isoliert alle super funktioniert haben. Also mache ich hier ein Access-Test-Modul, das diesen Master beinhaltet und hier aber T-Ready als Input hat. Das heißt, jetzt kann der Satzsolver sich aussuchen, in welchem Takt ist T-Ready high und in welchem Takt ist T-Ready low. Und der Teil hier hat einen Counter, weil ich weiß, beim ersten Wort, das rauskommt, muss ich den Wert 19 haben. Das zweite Wort, was rauskommt, muss den Wert 99 haben. Also ich schaue, ob ich quasi diese Worte hinauskriege, aber ich sage nicht, in welchem Taktzyklus das Wort rauskommen soll. Der Satzsolver kann sich aussuchen, wann er T-Ready assertet und wann nicht. Aber da ist die originale Testbench natürlich ein bisschen unvollständig, wenn ich das eine Signal immer auf 1 stelle. Naja, das ist jetzt ein einfaches Beispiel, weil es hier einfach zu finden wäre. Aber du findest oft so Sachen wie ein gewisses Pattern, dass zum Beispiel, wenn T-Ready für genau einen Takt high war. Oder andersrum, dass das funktioniert, außer T-Ready ist immer high und du willst quasi in der maximalen Geschwindigkeit Daten rauslesen und dann verstottet irgendwie. Und da quasi alle Kombinationen zu testen, ist sehr schwierig. Hier im Satzsolver sage ich, schau, ob du innerhalb von 50 Taktzyklen irgendwas findest. Und er macht ein riesiges Problem, darum sehen wir, dass da so große Variablen rauskommen, weil er eben so viele Zyklen testet, weil er jetzt quasi die Schaltung 50 Mal instanzieren muss, weil der State von der ersten Instanz, der Eingangsstate vom zweiten und so weiter. Und wir sehen quasi hier, wenn ich das unmodifiziert lasse, dann sagt er, er findet ein Model, also er findet quasi eine Belegung für die Eingangspins, so dass die gesuchte Eigenschaft auftrifft. Genau. Und wenn ich dann den Fix mache, dass ich das Rufzeichen lösche, dann sagt er Success. Hast du das gefunden oder hast du das selber entwickelt und gefunden oder was war, woher kommt der Bug? Oder war das was von in der Literatur zu finden? Das ist wirklich nur ein erzeugter Testcase. Man sieht hier wieder den XOR-Shift 32, den ich sehr mag. Der kommt immer wieder vor. Warum hast du da oben für den State P? Der Initialwert. Ja, genau, einfach der Initialwert. Kann irgendwas sein, was nicht 0 ist. Also diese Folge von X-Oder und Shift-Operationen hat halt in dem Fall eine Periode von 2 hoch 32 minus 1 und besucht jeden State außer den State 0 und du kannst in jedem beliebigen State einsteigen. Ja, also das ist ein konstruiertes Ding, aber gerade das Verhalten mit T-Ready und T-Valid ist eben etwas, was ein übliches Problem ist, wenn man das richtig qualifiziert. Und für die erwachsenen Tools, die nichts anderes machen als formale Verifikation, die können System Verilog Assertions auswerten. Und es gibt von ARM gibt es System Verilog Files mit den Assertions dafür. Das heißt, mit dem kann man dann relativ schön automatisiert solche
solche Tests machen. Ich habe halt hier jetzt nur diese eine Eigenschaft geprüft und jetzt nicht irgendwie die gesamten. Was für Operator Präsidenz hat Verilog? Du meinst wegen dem Shift und wegen dem X oder? Shift. Ja, jetzt ist was noch konkret auf. Ja, das Shift bin ich stärker. Ja, das ist in dem Zusammenhang auch wohl klar eindeutig. Aber so allgemein, haben Sie sich da beim C angehalten oder sowas? Oder? Nein, es gibt. Außer Punkt für Strich rechnen werden Sie wohl können. Ja, Punkt für Strich rechnen machen Sie. Aber bei Shift und X und so weiter, binär klumpert. Es gibt eine Tabelle. Wenn du es nicht weißt, jetzt klar. Genau, wenn du es nicht weißt, jetzt klar. Das mag ich auch. Keine Ahnung. Ich kenne aber Leute, ich habe schon Leute gesehen bei Studenten, die haben wirklich jeden Superausdruck geklammert, damit er ja wichtig ist. Und wenn du in einer Zeile gefühlt ein Dutzend öffnende, ein Dutzend schließende Klammern hast und ich verleitet ist, es auszudrücken, unten mal zu schauen, welche gehören überhaupt wie zusammen. schreibe ich dann auch negatives Feedback. Du hast spätestens dann Probleme, wenn dadurch dann der Ausdruck länger als eine Zeile wird und du das Ding auf mehrere Zeilen verteilen musst. Das geht ja noch, dann sucht man sich in der Mitte die ganz großen aus und bricht um und so. Aber wenn du Glück hast, dass die Klammern schön formatiert sind. Gut. Soweit Fragen? Also das mit den Beweisen für Korrektheit, speziell so von so Bus-Sachen und so, also von IO-Interfaces, das gefällt mir. Also ich glaube, dass das größte Alleinstellungsmerkmal bis jetzt von Josus ist, dass ich formale Beweise führen kann. Ja. Und mein Entstanden ist es einfach nur darum, erstens finde ich Satzholver cool, also ich habe einen Satzholver eingebaut und man kann Satzholver immer brauchen. Und ich verwende den Satzholver für andere Sachen auch, also eben zum Beispiel dort, wo sich der Rechenaufwand lohnt, den Satzholver quasi anzuwerfen, verwende ich ihn. Und ein typisches Beispiel ist eben dort, wo ich Memory-Zellen mache, habe ich hier vorher erwähnt. Wenn ich dann schaue, kann ich diese Ports, diese Memory-Ports scheren, da verwende ich Satzholver, weil das zahlt sich aus, wenn ich auf einmal statt eine 4-Port-Memory nur eine 3-Port-Memory brauche. Rein strategisch könntest du nach jedem Umformungs-Step genau das machen. Ja, genau. Das ist auch eine der großen Ideen, auch hinter diesem Meter-Kommando. Wenn man selber gerade irgendwelche Passes schreibt, dann ist es damit relativ einfach, Testbenches zu machen, zu schauen, ändert das Ding etwas oder nicht. Und sehr viele Sachen im Tests Directory in Josus verwenden auch so Satzholder-Geschichten. Ich war jetzt dabei, dass das Josus wurscht intern automatisch selber verwendet und um das automatisch mitzukriegen, wenn eines von diesen Subcommands buggy ist. Na, dafür ist es zu rechenintensiv, Equivalence-Checks mit Satzholver zu machen. Es gibt aber diverse Kommandos, die Test anders heißen, die du verwenden kannst, um quasi da im Hintergrund was zu machen für typische Umformungen. Dass man das im Normalbetrieb nicht haben will, ist schon klar, aber für eine Regression-Toolchain. Ja, aber dort. Oder Requesten umgehen. Ich mache es halt nicht nach jedem Schritt, sondern nur zwischen Anfang und Ende. Also die Wahrscheinlichkeit, dass quasi zwei Bugs sind und der eine Bug einen Fehler einbaut und der andere tut ihn wieder rausnehmen, ist ja eher klein. Negierst du die Wahrscheinlichkeit? Nein, ich sage, sie ist eher klein. Das ist. 10 hat jeder sowas schon. Ja. Wie gesagt. So, der spannende Teil. Gut, der spannende Teil, wie schreibe ich neue Komponenten im Josus in C. Das Bild haben wir vorher schon mal gehabt, jetzt bietet sich es hier noch einmal an. Das, was ich jetzt erzähle, spielt sich quasi in dem Bereich rum um RTLEL ab. Ich erzähle jetzt nichts über AST und wie man ein anderes Frontend schreibt, das auf diese Schiene hier aufsetzt. Diese RTLEL-Darstellung schaut so aus, und das hier soll ein ER-Diagramm sein. Ich bin ja jetzt nicht unbedingt ein Datenbankmensch, aber ich glaube, es ist ein ER-Diagramm. Man könnte das für sowas halten, ja. Ja. Also, ich habe RTLEL-Design, das ist das Top-Level-Objekt, da habe ich quasi 1 normalerweise. Außer ich mache so Scherze, wie wir vorher gesehen haben, mit Design-Push und so, dann kann Josus auch mehrere Designs im Speicher halten. Und in einem Design sind mehrere Module drinnen. Und in einem Modul habe ich mehrere Zellen drinnen und mehrere Wires. Das ist das Wesentliche. Der Teil hier,
mit den Processes und so, ist der Teil, der weg ist, nachdem ich den PROC-Befehl ausgeführt habe. Und normalerweise ist PROC der erste Befehl in der Synthese-Chain und ganz, ganz viele JOSE-Standard-Kommandos weigern sich, irgendetwas zu tun, solange das nicht passiert ist. Einfach weil das die Darstellung so verkompliziert, dass es sich nicht dafür steht, sondern führ mal PROC aus und dann kannst du diesen Befehl verwenden. Und dann gibt es hier RTLEL Memory. Den kann man auch größtenteils ignorieren, weil ich die Memories in zwei Zuständen in meinem Design haben kann. Ich kann es quasi haben, bevor der Memory Pass ausgeführt wurde. Dann habe ich für jedes Memory ein Objekt hier, aber ich habe eigene Zellen für jeden Read- und Write-Port. Das heißt, solange ich mit den Memories selber nichts machen möchte, sondern mir reicht, da kommt was aus einer Zelle raus und da verschwindet was in einer Zelle, kann ich ignorieren, dass es das überhaupt gibt. Wenn ich was mit Memories machen möchte, dann möchte ich das in der Regel nach Memory-NoMap, wo es das nicht mehr gibt, sondern nur noch eine große Zelle für das eine Memory. Das heißt, für die allermeisten Sachen interessiert es nur Design, Module und drinnen gibt es Wires und Cells. Und der Rest ist der Vollständigkeit halber da, weil die Datenstruktur mehr kann, aber es ist nicht wirklich relevant für die allermeisten Dinge, die man machen möchte in JOSES. Das heißt, wir arbeiten mit dieser reduzierten, simpleren Darstellung von RTLL und wenn wir irgendein Ding schreiben, dann irgendein ein Pass schreiben, der zum Beispiel über alle selektierten Module drüber iteriert und mit denen etwas macht, dann würde das ungefähr so ausschauen, dass ich sage, vor Module in dem da, da fehlt eine schließende Klammer. Ja, also C++11 ist cool, aber so cool, dass es die schließende Klammer kann, noch nicht. Und dann würde ich der Einfachheit halber sowas hier machen, dass ich sage, wenn dieses Modul Memories hat, wenn mich die stören würden, meistens würde man den Teil weglassen, oder wenn das Modul Prozesse hat, gib eine Warnung aus und überspring das Modul. Also weil es einfach so oft vorkommt, dass ich was schreibe, was diese Einschränkung hat mit nicht mit Modulen, die Prozessen haben oder nicht Modulen, die Memories oder Prozesse haben, kann ich das so vereinfachen. Gut, wenn ich jetzt da Code schreibe, der mit dieser RTLL-Darstellung arbeitet, dann interessiert mich natürlich immer, wie diese Darstellung im Speicher eigentlich ausschaut. Was ist der Ist-Zustand? Und da ist es so praktisch, dass es dieses ILang-Format gibt, mit dem ich einfach das RTLL-Ding als Text rausdumpen kann. Und das entspricht ziemlich 1:1 dem, was im Speicher liegt. Also wenn ich mir das ILang-File anschaue, dann weiß ich, was ist die In-Memory-Repräsentation. Ich kann also WriteElang verwenden. Es gibt aber auch einen Dump-Befehl, der einfacher ist, wenn ich irgendwie nur Teile verwenden, ausgeben möchte vom Design, mit dem ich irgendwie so vorher-nachher Bilder machen kann, diese Dinge. Und natürlich das Show-Kommando, das diese Grafiken anschaut, die ich jetzt schon so oft gezeigt habe. So, die eigentlichen Datenstrukturen dahinter, dieses RTLEL-Module, RTLEL-Cell und so, die sind sehr, sehr einfache Container, die drinnen so STD-Vektoren, STD-Maps, STD-Sets und so weiter und so fort verwenden. Also das kann man lesen im RTLL.h-Header-File und da kann man sich eigentlich ziemlich schnell zurechtfinden, wie diese Datenstrukturen so ausschauen. Was es dann noch gibt als Datenstruktur, die ganz, ganz oft vorkommt in JOSES, ist RTLL-ID-String. Also überall dort, wo ich einen Namen habe, wenn ich einen Wire habe, wenn ich eine Zelle habe oder auch ein Zelltyp zum Beispiel, ist auch so ein ID-String. Wenn ich so einen ID-String, der im Wesentlichen so ausschaut, als wäre ein STD-String, aber nur 32-Bit groß ist. Wie praktisch. Und einfach eine globale Tabelle verwendet mit was heißt denn dieser String wirklich und so weiter und so fort. Als generelle Konvention, alle Strings, die mit einem Backslash anfangen, sind Public Names. Das ist eine Konvention, die ich quasi aus Verilog gestohlen habe und jetzt ist sie so durchgezogen, dass es unsinnig ist, darüber zu diskutieren, ob Backslash das gescheiterste Zeichen ist. aber quasi jeder Name, der vom User kommt, aus dem Verilog-Design, wenn dort irgendwie steht, mein Modul heißt FUBA, dann heißt es in JOSES Backslash FUBA. Und alles, was ein JOSES interner Identifier ist,
wie zum Beispiel ein interner Adder-Typ, dann heißt es Dollar am Anfang. Und bei fast allen Dingen, wo eine Ausgabe gemacht wird, wird der Backslash vor dem Benutzer versteckt. Und wenn der Benutzer einen Identifier eingibt, wird bei Bedarf ein Backslash hinzugefügt. Brauchst du das, das was vorne dran steht, oder wäre es nicht sinnvoller ganz ohne im Normalfall für globale Sachen, die vom User kommen? Nein, weil erstens, es kann ja vom User was kommen, was wirklich ein Dollarzeichen beinhaltet. Also ich kann auch einen Identifier haben, der mit Dollar beginnt. Und zweitens, es passiert so oft, dass man das vergisst, gerade am Anfang. Also ich habe das gemacht. Und selber passiert es mir ab und zu, dass ich irgendwo dann quasi da vergesse, das Backslash davor zu schreiben. Das heißt, das Escaping mit dem Namespace immer zu haben, ist, glaube ich, ganz gut. Ob halt Backslash der beste Präfix war, das ist halt das, worüber man streiten kann. generell, wenn ich irgendwas machen möchte, irgendeine Zelle erzeugen, irgendeinen Wire erzeugen, also das kommt so oft vor, ich will ein neues Objekt erzeugen in meinem C-Code. Dieses neue Objekt braucht einen Namen. Und ich will mir aber jetzt keinen Namen ausdenken, ich will jetzt keinen Namen erzeugen. Ich verwende das Makro new underscore ID. Und nachher ist der Name riesig lang und da steht drinnen, wann aus welcher Zeile C++ Code dieser Identifier erzeugt wurde. Prima. Weil nicht doof, ja. Und es ist ein interner String, das heißt, die ganzen write-verilog oder so, die wandeln das um. Also wenn ich quasi mich nicht darum bemühe, diesen Identifier zu sehen, dann sehe ich ihn auch nicht. So, kurz jetzt haben wir, glaube ich, ein bisschen genug diese Basissachen. Wie schauen jetzt diese Datenstrukturen aus? Also das Design zum Beispiel, er hat LL Design, hat viele, viele, viele Member. Aber das ist der Wichtige, ein Map von einem ID-String auf einen Modulpointer. Und dann haben wir hier das Modul und der Modul hat einen Namen und dann einen Map von ID-String auf Wire und einen Map von ID-String auf Cell und dann sowas hier. Und die Dinger heißen hier hinten Underscore, weil ich kein großer Freund bin von C++ Access Control. Also heißen die Dinge, die du nicht angreifen solltest, also du weißt, was du tust, Underscore. Und es gibt dann andere Methoden, die du eigentlich verwenden solltest, um irgendwie den Wire zu lookupen und so. So, Wire, genau, da werden Namen und ein paar Eigenschaften. Das heißt, du hast eine Namenskonvention, dass die Dinger, die du angreifen darfst, keinen Underscore haben. Genau, die Dinge, die man angreifen, haben keinen Underscore. Und die, wo man vorsichtig sein soll, wo du quasi zum Core dazu gehören sollst. Ja. Genau. Das macht Python ja auch. Genau, also von dort habe ich die Underscore-Konvention. Es gibt jedoch Sachen, die quasi auch Private Member sind. Also das hängt wirklich davon ab, wenn ich es. Meistens ist es halt so, dass die Trennung nicht ist, dass ich sagen kann, die Klasse, und das ist unglaublich mühsam, jetzt dann quasi 20 Friends zu definieren und was weiß ich. Es ist einfacher zu sagen, das Ding hat dann anders kommen. So, dann gibt es eben noch die Wires und die haben halt so alle möglichen anderen Dinge, wie breit ist das Wire. Was ist der erste Index? Das ist zum Beispiel eine Information, die wird nur durchgeworfen. Also intern in Josys beginnt der Index immer bei 0. Aber irgendwo muss ich mir speichern, die Information, wo beginnt es. Und in diesem Punkt, Punkt, Punkt drinnen ist auch die Information, ist es eins, das bei dem MSB 0 ist und ja, nicht genau. LSB. Ja, das ist, genau. Das sind so Metadaten, die werden durchgeworfen durch Josys, drinnen werden die überhaupt nicht verwendet. Aber die Konvention verlangt das halt von mir, dass ich die Ports dann genauso wieder ausgebe. Und das verkompliziert dann halt diese ganzen Dinge. Da. An vielen Stellen in Josys habe ich einen State, den ich verwalten muss. Also einen State von einem Wire, der 1 sein oder 0. Und er kann eben in Verilog kann es auch X sein oder Z. Und dann gibt es noch zwei Zusatzstates, die gibt es nur in Josys, nämlich A für Don't Care und M für Marker. Viele Algorithmen, das ist praktisch, wenn man quasi dann auch einen weiteren Spezialstate hat. Als Visited-Marker. Ja, genau, sowas in der Richtung. Bei VHDL gibt es vielleicht noch mehr States, kann es sein? Bei VHDL hast du beliebig viele States, weil dort kannst du dir deine eigenen Typen definieren, deine eigenen States. Der Hagen Sankowski, den habe ich gesehen den Sommer in Hamburg, und er hat gesagt, irgendwann macht er einen Talk darüber, wie man mit VHDL eine Wettersimulation machen kann, indem er quasi einfach nur sagt,
das Wetter ist ein State und dann gibt es Gatter, die die benachbarten States verbinden. Und wenn es da schön ist und da schier, dann ist es am nächsten Tag bei beiden irgendwie, was ist. So, also dieses RTLEL State, das kommt ganz, ganz oft vor, das ist quasi ein 1-Bit-Value. Und dann gibt es ein RTLEL Const, das im Wesentlichen ein Vektor von 1-Bit-Values ist. Also man kann sich schon vorstellen, wozu das gut ist. Aber oft will man ja nicht konstante Werte haben, sondern will sagen, dieses Signalbit meine ich. Und das Signalbit kann halt auch manchmal konstant sein, aber manchmal ist es das Bit Nummer 28 von dem Wire-Fuber. Also gibt es da dieses SIGBIT-Struct, wo ich sagen kann, ein Wire-Pointer, und wenn der 0 ist, dann ist es konstant, dann ist es dieser Member hier, und wenn der nicht 0 ist, dann ist das Bit in dem Wire, das ich meine. Und dann gibt es natürlich wieder einen Vektor von dem, wenn ich halt dann breitere Signale ansprechen möchte. Und mit diesem SIGSPEC-Ding kann man unglaublich viel machen. Also ganz, ganz viel von den internen Utility-Funktionen in IOSUS sind Sachen, die auf solche SIGSPECs losgehen. Und wenn man das vergleicht mit anderen APIs, dann gibt es oft Sachen, die in anderen APIs lange Schleifen sind, wo ich alle Bits iterieren muss von etwas und so. Und hier habe ich quasi einfach einen beliebig langen Variablen, verknüpfe ich mit der anderen Variable, gut ist. So, Zellen brauchen wir noch. Das Muster ist schon langsam klar, nicht? Denn wir haben ID-Strings, in dem Fall einen Namen und einen Typ. Dann haben wir Connections für die unterschiedlichen Ports, nicht? Und das ist eine Map, wo hier dann der Name drinnen steht, von dem Port von der Zelle und dann der entsprechende SIGSPEC von dem Vektor, mit dem dieser Port verbunden ist. Und das können dann eben konstante Bits sein oder das können Bits sein, die mit irgendwelchen Wires verbunden sind. Und dann gibt es auch die Parameter. Parameter sind immer konstant, die können nicht irgendwie von Wires sein, also es ist hier ein RTLL-Const. So. Ja, also ganz oft will man so interne Zelltypen verwenden. Und da habe ich jetzt eine auch unvollständige Liste von internen Zelltypen, die es gibt. Die wichtigste Frage ist natürlich immer, wo kriege ich dann eine Dokumentation von diesen internen Zelltypen her, die ich da instanzieren kann oder sehen kann in diesem Design. Und dazu gibt es diese beiden Pfade. Also ich habe gesagt, es gibt ja die Zelltypen, die nur ein Bit sind und dann die auf Vektoren sind. Und die auf Vektoren sind in simlib.v, dort ist Verilog-Code, das Verhalten von jedem Zelltyp spezifizieren. Und in SimCells das gleiche für die 1-Bit-Zelltypen. Also wenn man dort nachschaut, dann findet man quasi in Verilog die Beschreibung, was machen die einzelnen Zelltypen. So. Sehen wir da. Dann gibt es noch SIGSIG. SIGSIG ist eine Verbindung von einem Signal zu einem anderen Signal. Und wenn man sich was gesagt, wir haben Wires und wir haben Zellen und die SIGSIG ist einfach das, was noch irgendwie fehlt, dass man oft einen Wire mit einem anderen Wire verbindet und nicht nur eine Zelle mit Wire und Wire wieder mit Zelle. Oder sag mal, ich habe ein Modul, das hat nur einen Input-Pin und einen Output-Pin und gar keine Zellen. Aber die sind miteinander verbunden. Dann brauche ich quasi eine Möglichkeit, zwei Signale miteinander verbinden und dafür gibt es im Modul dieses Connections-Ding. Und da sieht man, das ist sehr, sehr suboptimal, ein Vektor und so. Also es ist halt da, weil man manchmal das noch zusätzlich braucht, aber es ist nicht unbedingt das, wo man ständig drüber gehen möchte bei Lookups und so. Gut. Da unten sehen wir, wie man zum Beispiel Sachen verbinden würde. Also sagen wir haben einen Wire, der heißt foo. Und den wollen wir setzen auf den Wert 42 konstant. Dann sage ich einfach Module Connect und das fügt einfach ein weiteres Element zu diesem Vektor hinzu. Also Module Connect und dann sage ich das Ziel ist Wire Foo. Und jetzt muss ich noch sagen, was er Wire Foo zuweisen soll. Da mache ich meinen neuen Six-Pack, der den Integer-Wert 42 haben soll, also konstant ist, und so breit sein soll wie der Wire Foo. Wenn die beiden Parameter unterschiedlich weit sind, dann kriege ich eine Assertion. Also so schaut dann ein Code aus, der solche Dinge tut. So. Das hier erzeugt jetzt dieses Modul. Also
kommt selten vor, dass man C-Code schreibt, der ein ganzes Modul von Null weg auf erzeugt, aber es ist, glaube ich, ganz nett, um zu zeigen, wie man diese Datenstrukturen modifizieren kann. Ich erzeuge mir ein neues Modul. Module sind eins der wenigen Dinge, die man mit dem New-Operator erzeugen kann in Iosys. Die meisten anderen Dinge, da muss ich quasi dem Parent sagen, mach mir doch eine Zelle in dir, du Modul. Und dann, dann kriege ich die neue Zelle, die quasi automatisch mit dem Modul verknüpft ist und so weiter und so fort. Ja, und das sehen wir auch hier. Also ich mache ein neues Modul, dem gebe ich den Namen Abswahl. Und jetzt mache ich mir in dem Modul einen neuen Wire. Der Wire heißt A und ist 4 Bit breit. Und jetzt habe ich diesen Wire und dann kann ich da noch einige Properties direkt setzen. Also in dem Fall kann ich sagen, das ist ein Input und er hat Port-ID 1. Also alle Ports müssen eine Port-ID haben, weil aufgrund der Art und Weise, wie Verilog-Syntax ist, kann ich eine Zelltypen instanzieren und dann Positional Parameter machen. Für Hardware-Design ganz furchtbar, was könnte da je schief gehen. Aber Verilog schreibt es vor, also muss ich quasi zu jedem Port nicht nur wissen, wie er heißt und ob er Input und Output ist, sondern auch an welcher Stelle dieser Port in der Deklaration des Typs steht. Und das ist eben an der Stelle 1. Da mache ich das gleiche hier für Y, aber das ist jetzt ein Output. So, und dann mache ich meinen neuen Wire, der heißt A-Inf. Und der soll quasi das A invertiert sein. Und da kann ich dann sagen, add negate und sagt, Eingang ist A, Ausgang ist A-Inf und true heißt signed, weil der Operator signed ist. Das ist ein bisschen konterintuitiv am Anfang. In Verilog ist die Signedness auf dem Wire, aber in der inneren Darstellung ist die Signedness auf dem Operanden, wie man das halt auch von anderen, ja, von Instruction Sets und so kennt. Und darum muss ich quasi sagen, dieser Inverter ist ein Signed Inverter. Okay, und dann mache ich einen Multiplexer mit einer ähnlichen Syntax. Und es gibt hier add neg zum Beispiel, so geschrieben, dass was blendet sich da eigentlich da? Ich habe keine Ahnung. Aus irgendeinem Grund. Ja, auf irgendeinem Grund glaubt es wird heller und dunkler und versucht dann die Helligkeit vom Display nachzuregeln. Und ich habe keine Ahnung, wie sie ausschaltet. Das ist auch schon nicht so wichtig. Also es gibt diese Variante hier AddNeg, die liefert den Zellpointer zurück von der Zelle, die ich gerade eingebaut habe. Was man aber auch machen kann, das steht hier nicht, ich kann sagen Module Neg A und dann liefert es den Wire zurück. Und damit kann ich quasi auch das gleich als Wert in einem anderen Aufruf verwenden, man kann unglaublich große Expressions einfach so einen C-Code erzeugen, das ist ganz praktisch. Immer wenn ich irgendwas mache mit Ports, sollte ich am Schluss fixer Ports machen, weil es gibt noch einen Index drinnen, der sagt quasi, welche Netze sind überhaupt Ports, damit man nicht über alle Netze iterieren muss, um die Ports zu finden und so. Und das wird alles aktualisiert, wenn man fixer Ports macht. Und wenn ich das nicht mache und der Pass beendet sich, dann läuft quasi der Integrity Checker vom Iosys drüber und wirft so eine Assertion, wie wir es gesehen haben damals, wie ich die Signedness von Port A und Port B von einem Adder ungleich eingestellt habe in dem ILANG-Fall. Das macht quasi mit dem Ansatz dann. Das macht auch ein Renumber, also es schaut auch die Port-IDs an und wenn zum Beispiel eine Lücke ist, dann lässt es quasi alles hinten nachrücken. Oder wenn eine Port-ID zweimal belegt ist, dann sortiert es den Konflikt, löst den Konflikt auf mit alphabetischer Sortierung. Also es versucht quasi irgendwie den ganzen Port-Mess wieder auf einen konsistenten Zustand zu bringen. Und ist eben eins von diesen Dingen, die über alle Wires iterieren. Das heißt, fixer Ports hat O von N für N. Wires, ganz, ganz furchtbar, wenn man irgendwie in der Ebene schon optimieren möchte. Ich sage, es ist wurscht. Gut. Weitere Typos? Ja. Aha. Connections. Naja. Ja. Gut. Ein paar Do's und Don'ts, so als Faustregeln. Generell sollte man nie Wires removen. Warum? Weil du sehr schwer herausfinden kannst, wo sie verwendet werden. Das heißt, es kann sein, dass das Wire-Objekt noch irgendwo referenziert wird. Was man stattdessen macht, ist, man tut einfach die Wires disconnecten und lässt sie Wires sein.
Und das nächste Mal, wenn Clean rennt, Clean kann genau das. Clean geht her und schaut, welche Objekte sind überhaupt referenziert, sind quasi, tragen dazu bei, am Schluss einen Output mit einem Wert zu treiben, und alles, was nicht dazu beiträgt, wird weggeworfen. Also ich habe auch schon mehrmals einen Bug-Report bekommen, Josus werft mein ganzes Design weg. Und dann schaue ich es an und sage, ja, weil du keinen Ausgang definiert hast. Jedes Design ohne Ausgang ist äquivalent zu jedem anderen Design ohne Ausgang. Zu gar keinem Design ohne Ausgang. Gut, also darum ist es quasi empfohlen, generell Wires nicht zu removen, sondern einfach rumliegen zu lassen, und Clean räumt dann auf. Ja, wenn man irgendwas mit diesen Port-Properties macht, soll man immer fixer Ports laufen lassen nachher. Was man machen kann, ist, man kann ohne Probleme Zellen löschen, weil quasi die Zellen nur vom Modul referenziert werden, aber nicht von anderen Dingen. Das heißt, eine Zelle löschen hinterlässt immer eine formal korrektes Modul. Ob es noch was Sinnvolles macht, ist natürlich ein anderes Problem. Oder eben auch Connections umhängen von Zellen und so, das ist alles kein Problem. Also die meisten Sachen basieren quasi auf, ich manipuliere die Zellen oder ich erzeuge neue Wires. Das sind eigentlich die Hauptoperationen, die es gibt. Ja, und dann gibt es dieses wunderbare Ding, das SIGMAP. Also aufgrund der Art und Weise, wie Josus das Design speichert, habe ich unter Umständen keinen eindeutigen Identifier für ein an sich eindeutiges Signal. Also in dem Beispiel, ich habe einen Eingang und einen Ausgang und ich verbinde die direkt miteinander, dann habe ich zwei Wires, die aber das gleiche logische Signal treiben. Und wenn ich, also hier zum Beispiel, brauche ich nicht hinzukriegen, da habe ich genau das, X ist A, Y und A, diese beiden Ausgänge sind beide direkt mit A verbunden, alle drei sind das gleiche Signal. Und wenn ich aber jetzt einfach nur hergehe, und hier mir ein Sixpack A mache, das dem Wire A entspricht, und ein Sixpack X, das dem Wire X entspricht, und ein Sixpack Y, das dem Wire Y entspricht, und ich gebe quasi aus das Ergebnis von A gleich X und X gleich Y und Y gleich A, dann kriege ich 0, 0, 0. Das sind drei unterschiedliche Objekte, und darum kriege ich drei, sind alle drei Vergleiche 0. Die SIGMAP-Helper-Klasse, die kann ich jetzt auf so ein Modul loslassen, und das schaut sich jetzt solche Fälle an, und für jeden solcher Fälle, wo mehrere Wires eigentlich das gleiche Bit beschreiben, gibt es eins, das jetzt quasi der Repräsentant ist von dieser Gruppe. Und wenn ich dann, da mache ich hier einfach ein SIGMAP-Objekt und sage von dem Modul, und jetzt kann ich sagen SIGMAP von A und SIGMAP von X. Das liefert mir auch wieder einen Sixpack zurück, aber jetzt immer den gleichen. Und da kriege ich jetzt 1, 1, 1 zurück, weil ich quasi immer den gleichen Repräsentanten bekomme. Und das ist eigentlich eins der wichtigsten Helper in Josus, dieses Sigmap. Ich habe Leute gesehen, die haben versucht, Sachen zu schreiben für Josus, haben das Sigmap nicht gekannt und haben quasi versucht, in ihrem Code diese Probleme zu lösen, dass es unterschiedliche Objekte gibt, die das gleiche logische Signal sind. Das ist ein Riesenmess. Also man sollte quasi Sigmap verwenden und einfach alles, was man angreift, immer durch sein Sigmap-Objekt durchwerfen, und dann kommt eine viel schönere Welt raus, in der alle Signale eindeutig sind. Man kann Log-Messages ausgeben mit Log. Funktioniert so wie Printf. Ich mag Printf. Ich mag C++, aber ich mag Format-Strings. Also muss man ab. Aber nicht nur dann. Also C++ 11 hat so viele wirklich schöne Lösungen für Probleme, die ich oft sehe oder gesehen habe bei C++. Aber leider gibt es noch keine wirklich schöne Lösung für dieses Problem, finde ich, aus der C++-Welt. Wenn du Bullshift hast, wird es lustig. Für Standard C auch. Mhm. Da kommt eben nicht true oder false aus. Nein. Was wenn du TypeDevs hast auf irgendwelche int-like-Types, dann wird es auch sehr int. Ja, also gerade int-like-Types ist deppert, weil er halt char glaubt, ist ein Zeichen, und das trifft natürlich auch für uint8 zu und für int8. Char und Zeichen, Char und Anzeichen, Char sind ja drei verschiedene. Ja, yeah. Okay, also ich kann sagen, log. Char ist immer einer von beiden.
Genau. Ein Char ist kein Size-Char und kein Unsize-Char. Doch, das kannst du sogar als Compiler-Fett erzählen. Erst bis du damit rechnen willst, musst du aus dem Char einen Signed oder einen Unsigned machen. Und dafür ist das, Compiler-Flag da, dass man dem sagen kann, Default Conversion ist, dass es ein Signed und ein Unsigned macht. Also hier sage ich Log und Log ist praktisch ein Printer. Ja. Nur geht es halt über den Log-Mechanismus und ich kann die Ausgabe in einen File umleiten oder unterdrücken. Und was weiß ich. Das ist auch so eine Theorie, oder? Dass jedes größere Software-Architektur seine eigene Logging-Framework entwickelt. Ja. Fertige Logging-Framework. Die will man nicht verwenden. Ja. Ja, je nachdem, wenn du das in einer Sprache fix bist, dann macht schon Sinn. Also ich bin mit meinem Logging-Framework ganz glücklich, unter anderem, weil halt mein Logging-Framework zugeschnitten ist auf meine Applikation. Ich habe so Sachen wie LogSignal, mit der ich eben so ein Six-Pack oder irgendetwas, was konvertierbar ist nach einem Six-Pack, also ein Wire oder ein SIGBIT oder ein RTLL-Const oder also was auch immer, nehme ich und ich erzeuge einen String daraus. Und das kommt halt ganz, ganz oft vor, dass ich in Log-Meldungen sagen möchte, das Wire ist böse. Also kann ich sagen quasi, dieses Signal Doppelpunkt %s und Log-Signal returnt einen Char-Pointer und wir kümmern uns nicht darum, wann und wie der freigegeben wird. Er wird freigegeben beim nächsten Log-Pop. Was macht Log-Push und Pop einrücken, was dahinter kommt? Nicht einrücken, aber wenn ich Log-Header mache, dann werden diese Meldungen durchnummeriert. Und ich mache Log-Header und dann macht er quasi erstens, zweitens, drittens. Und dann mache ich Log-Push und Log-Header und dann ist es 3.1 und 3.2 und so weiter und so fort. Und das ist halt ganz, ganz nett. Genau, also das Log-Push, Log-Pop macht das und eben an dem Log-Pop hängen eben auch gewisse Operationen dran, wie diese Strings hier wieder freigeben und so. Ja, und Log-ID liefert mir eben einen Char-Pointer zurück für etwas, was so ein RTL-EL-ID-String ist und macht eben auch diese Umwandlungen, dass es den Backslash wegnimmt, damit es den User nicht irritiert, warum da ein Backslash vor seinem Identifier steht und so weiter. So, und dann gibt es Log-Error, es gibt auch Log-Warning, das steht da jetzt nicht. Es gibt Log-Command-Error. Der einzige Unterschied zwischen Log-Error und Log-Command-Error ist, wenn ich in einer interaktiven Shell bin, wirft mich Log-Command-Error auf die interaktive Shell zurück. Das ist die einzige Stelle in JOSUS, wo eine Exception geworfen wird. Und wahrscheinlich hätte es ein Long-Jump auch getan. Genau, und dann gibt es eben für statt Asset und Abort gibt es noch Log-Asset und Log-Abort. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Asset und Log-Asset ist, dass Log-Asset, glaube ich, immer ausgeführt wird und nicht nur, wenn ein Debug nicht gesetzt ist. Müsste ich nachschauen, ob ich das vielleicht inzwischen wieder geändert habe. So, wir sind fast fertig. Wenn ich jetzt mein eigenes Kommando machen möchte, sieht das so aus. Ich schreibe ein C-File. Ich inkludiere josus.h und josus.h ist ein furchtbar langweiliger Header, den kann man sich anschauen. Die spannendsten Sachen da drinnen sind Workarounds für Visual C. So. Weil josus.h inkludiert die interessanten Header. Also das RTL-EL.h zum Beispiel, wenn die ganzen internen Datenstrukturen drinnen sind. Oder log.h, wo das Logging-Framework definiert wird. Aber es ist ein lustiger Kommentar an josus.h, der sagt, du liest josus.h, wahrscheinlich interessierst du dich für die API, schau doch mal diese anderen Header-Files an. Gut, dann verwende ich ein Makro, using josus namespace. Und was ich dann mache, ich definiere einfach ein Struct. Eine Klasse, ich mag Structs. Die abgeleitet ist von pass, oder eigentlich josus pass, oder ich sage using josus namespace. Du musst es auch nicht verwenden. Also es gibt Frameworks, wo du quasi diese Sachen verwenden musst. In JOSUS ist es frei. Der Grund, warum es das Makro gibt und du nicht sagst, using namespace JOSUS, ist, damit du an einer Stelle sagen kannst, der Namespace soll jetzt JOSUS 23 heißen, weil ich zwei verschiedene Versionen von JOSUS in mein Programm hineinlinken möchte.
Und wenn du das hast, dann ist es halt irgendwie sinnvoll, solche Makros auch zu haben. Das Wichtige hier ist natürlich, dass ich diese Execute-Funktion, die eine Virtual-Method ist, überlade mit meiner eigenen, die halt aufgerufen wird, wenn dieser Pass ausgeführt wird, mit den Argumenten, die übergeben wurden und dem aktuellen Design. Die aktuelle Selection ist Teil von diesem Design-Ding. Ja, und dann kann ich da so Sachen machen, wie die Argumente ausgeben, die ich bekommen habe. Oder in dem Fall irgendwie schauen, welche Wires es in dem Design gibt oder na, wie viele Module und wie viele Wires und Cells jeweils in diesen Designs drin sind. Und das eignet sich schon sehr, um es zu rappen in irgendeiner anderen Sprache. Also das Interface finde ich sehr brauchbar, das ist sicher abbildbar. Ja, möchtest du was machen? Ich teile dich gleich ein. Interessant war es halt vielleicht jetzt nicht für Python direkt, sondern für, wie heißt's? Proud. Nein. Nein, ganz sicher. Wie ist die Sprache? Da gab es mal einen April-Scherz vor Jahren, wo der Dings auch mitgespielt hat, der O'Reilly, wo sie gesagt haben, dass sich jetzt da Perl und so gemeinsame Sprache vereinigen. Ja, das ist gut. Und der O'Reilly hat das Buch dazu angekündigt. Oder der Uli. Perlten. Oh, really, ja. Die einzige Frage, die bleibt, ist, wie übersetze ich jetzt dieses Modul, das ich gerade geschrieben habe? Und das kann ich auf verschiedene Arten machen, aber am einfachsten ist, ich verwende josus-config. Und die Idee kennt man ja von den blablabla-config-Tools, wo man dann irgendwie -cxx zum Beispiel machen kann und dann kriegt man den C-Compiler oder -cxx-flags und dann kriegt man die flags. Josus-config hat auch -exec und dann kann ich quasi sagen, führ aus den C-Compiler mit seinen C-flags und den ld-flags und dann -o dieses Ausgabefile, -share das und das ist direkt der Compiler-Aufruf. Also, man kann auch das exec weglassen, dann gibt er quasi das Kommando aus, das man hier verwenden würde. Und das kann man dann, dieses SO-File, was rauskommt, einfach mit -m laden oder auch in Josus gibt es ein Load-Plugin oder nur Plugin, mit dem man es laden kann. Und dann gibt es dieses Kommando und man kann es verwenden. Du hast Autotools wieder nicht verwendet. Und du hast Autotools wieder nicht verwendet. Ich habe Autotools wieder nicht verwendet. Gut so. Und der Kraft da drin wird immer größer, oder? Also, ich glaube. Ich kann nicht mal auf irgendeiner M68K Sun OS übersetzen. Und mit einer Bornshell, die älter ist wie ich am Sonne. So. Also, wenn ich es übersetze, ist das Makefile. Und man sieht, das sind alle Abhängigkeiten, die wir haben. Tickle kann man ausschalten, ABC kann man ausschalten. Man kann einen Plugin-Loader ausschalten, eine Readline kann man ausschalten, Verify kann man einschalten. Das wird normalerweise nicht. Und wenn ich das alles ausschalte, dann glaube ich, habe ich keine Dependencies. Dann kannst du es auch auf einem Barebone-Mikrocontroller laufen lassen. Solange du eine Modulo-Speicher. Modulo-Speicher, Modulo C++ Standard Library. Aber der abgesehen davon. Ja. Also das hier ist im Wesentlichen das Config-Tool. Im Augenblick wird unterstützt das Compiler, sieht man, Clang, GCC ab 4.6, EMCC, man kann JavaScript machen. Es gibt eine JavaScript-Version von Josus. Was ist das? Der EMCC baut aus C-Source JavaScript? Ja genau, das ist Clang-basierend, das ist ein Clang-Backend, EM-Skripten. Ist ein cooles Clang-Backend, weil in Clang Intermediate Language hast du halt typische Drei-Adress-Code-Assembler mit Sprüngen und so weiter und so fort. Du hast keine typischen Blockstrukturen mehr. JavaScript kann kein Goto. Das heißt, EM-Skripten macht die ganze Clang-Toolchain und am Schluss geht es her und sagt, okay. Genau, zurück zu Schleifen und schöne If-Blöcke und so weiter und so fort. Und dann kommt JavaScript raus. Sicher super lesbares JavaScript. Naja, es ist Asm.js, also das ist, was darauf haben sich die unterschiedlichen JavaScript-Engine-Hersteller geeinigt, als quasi
wie schaut JavaScript-Code aus, der dafür gedacht ist, dass es sehr, sehr schnell läuft. Und was AssenJS auszeichnet, ist, dass ein großer Speicherbereich als Byte Array angefordert wird und dann wird in dem sehr viel operiert. Also, das ist natürlich ziemlich cool, weil ein guter JavaScript-Interpreter kann dann sofort feststellen, das ist der Typ von diesem großen Byte Array. Alle anderen Variablen beziehen sich irgendwie darauf. Das heißt, du hast sofort quasi komplett statisch typisiertes JavaScript und kannst halt super übersetzen. Ja, also es ist kein Autoconf. Ich habe zwei Angebote eigentlich bekommen, das auf CMake-Rules zu schreiben dafür. Ich habe gesagt, danke, nein. Ich bin ganz happy mit meinem Make-File. Und ich meine, nachdem ich jetzt Visual Studio Project Files erzeugen kann, ist eigentlich das große Argument, das die Leute immer anführen, erschlagen. Ja, weil alles andere außer Visual Studio kann ich Make. Genau, es ist furchtbar primitiv aufgebaut. Genau, nur, so nur bei SPL hat es ja zumindest noch Auto-Detection, welche Libraries sind da und so. Das habe ich da ja nicht mehr. Also ich hab versucht, die Dependencies möglichst klein zu halten. Also ich bin immer sehr, sehr zurückhaltend mit neuen Dependencies. Ich bin bei solchen Geschichten kein Freund von Auto-Detection. Das mag jetzt dem Otto-Zuhause-Kompilierer helfen, was gerade installiert. Aber einem, der ein bisschen Ahnung hat, ich will, dass das Ding sagt, hey, ich finde die Library XY nicht. Ja. Ja. Das ist nämlich gerade bei den Auto-Tools immer super zu diagnostizieren, vor allen Dingen, wenn du unter Debian bist, welches apt-get du jetzt für irgendeine Dev-Library installieren musst, damit es weitergeht. Ja, genau. Ja, aber das ist ja schon zwei Schritte zu weit. Der Punkt, wo du anfängst, ist, dass du mit M4 generierten Shellcode liest, um herauszufinden, was versucht er da überhaupt zu machen, dass er dann sagt, no. Ja. Dahinter, dass nur die C-Flex zu faschistisch gesetzt sind. Und deswegen der GCC eine Warnung bei diesem M4 generiert. Nein. Und deswegen glaubt er, dass er gerade cross-kompiliert. Ja, genau. Das erste habe ich selber gehabt. Ja, Library nicht gefunden. Hallo, da ist sie. Also habe ich einmal gehabt, dass er quasi geglaubt hat, dass er cross-kompiliert, weil der eine Check klappt, aber der andere Check nicht. Genau, weil er aus irgendeinem Grund sich eingebildet hat, nur zum Checken durch Cross-Kompilieren muss ich schon 20 SOs dazu linken und eins davon war quasi im Compiler-Link-Path, aber nicht im Runtime-Link-Path. Und wenn er es kompiliert hat und nicht ausführen kann, dann muss er wohl Cross-Kompilieren. Ich habe mal was Ähnliches auf der Power gehabt, die Big Endian und der Test, ob das jetzt Big Endian oder Little Endian ist, hat aus irgendeinem völlig anderen Grund, glaube ich auch, weil irgendeine Library, die damit eigentlich gar nichts zu tun gehabt hat, die aber das Auto-Tools gemeint hat, die muss es jetzt dazu linken, nicht existiert hat, fehlgeschlagen und das genau. Hat geglaubt, das ist Little Endian und entsprechend und hat der Code dann auch funktioniert. Ja, damit fast funktioniert, aber bis ich den Bug gefunden habe, der da kein Bug war, also schon ein Bug, aber nicht ein Bug im Code. Dabei sind die M4 generierten Configure-Scripts ja eh nur ein paar tausend Zeilen lang in der Regel. Wenn du da mal drei richtig Fehler gesucht hast, das ist schon besser. Du musst M4 doch lieben, nachdem du mit Sendmail so viel machst. Da kann ich dich nur auf ein Eric Allman-Zitat stoßen. Das kann wäre. So von wegen, er betrachtet SendMailCF als Binary-File, das solltest du auch. Das war der die M4-Makros geschrieben hat. Ich schreibe SendMail-MC-Files und fertig. Ich habe noch nie, also außer zu Spiel- und Testzwecken, habe ich noch nie SendMailCF wirklich geschrieben. Gibt es noch Fragen? Gibt es noch irgendwas, was ich euch beantworten kann? Dann würde ich sagen, beenden wir den offiziellen Teil. Wenn du das gefappt hast, dann wenn es wirklich die Möglichkeit gibt, damit was zu machen. Wenn das sozusagen in Hobbynähe rückt. Schon sehr cool. Ja, ich hoffe bald. Also ich habe
vor einem Jahr schon gedacht, das wird noch ungefähr ein Jahr dauern, eben wegen E-Fabless. Bis jetzt, ja, vielleicht in einem Jahr. Verwendest du es auch in der Arbeit oder ist es für eine reine Freizeit-Uni-Geschichte? Nein, ich habe das jetzt auch schon öfter in der Arbeit verwendet, einfach weil ich damit zum Teil Analysen machen kann, die ich mit den kommerziellen Tools nicht tun kann. Und dann hat man ein Problem und dann sagt man, haha, da habe ich schon was vorbereitet. Die kommerziellen Tools, die alle haben, die sinnvoll sind, nehme ich mal an. Also Sachen wie formale Verifikation und so überhaupt nicht. Weil das eben wieder eine ganz andere Klasse von Hersteller ist. Das verwendest du praktisch nie bei FPGAs, weil bei FPGAs probierst du es halt aus. Es ist halt auch das Knowledge nicht so groß, dass formale Verifikation jemand macht. Ja. Also da müsste man, glaube ich, auch mehr Wissen dazu unter die Leute bringen. Also auch, weil du ja anscheinend es schaffst, die... ja, dann... Danke. Danke.